Bitte Platz nehmen, wenn das denn geschehen ist, würde ich Sie gerne alle sehr herzlich begrüßen zu unserem Pflegetreff in Neuss-Erftal. Es sind wieder viele gekommen, die sich für das Thema interessieren. Pflegereform in Bund und Land. Und wir haben sozusagen für Sie sicherstellen können, dass Sie kompetent, sachlich fundiert informiert werden zu all den Themen. Wir haben ein Podium exzellent besetzt. Wir haben eine Dame in der Mitte, die nachher Regie führt. Ja? Die Dame ist alleine, aber dafür ist sie wortgewandt und wird die Herren im Griff haben. Wir haben aus Berlin den Herrn Karl-Josef Laumann, das ist der Pflegebeauftragte und Patientenbeauftragte im Range eines Staatssekretärs, also eine hohe Nummer in dem Programm, das da gerade in Berlin gespielt wird. Dann haben wir den Herrn Lessmann, der ist sozusagen als Vertretung des Ministeriums für Pflege, Alter und so weiter hier in Nordrhein-Westfalen gekommen. Letztes Mal hatten wir die Ministerin hier und jetzt schickt sie ihren Abteilungsleiter, der für dieses Thema Pflege zuständig ist. Herr Westerfellhaus ist sozusagen ein großer Repräsentant für alle Pflegeberufe. Er ist Präsident des Deutschen Pflegerates, kann uns also hier so ein bisschen auf die Sprünge helfen, was Not tut. Und damit die Heimträgerseite auch gut vertreten ist, ist Herr Wallrafen-Dreisauf aus Mönchengladbach hier. Er ist Geschäftsführer der Sozialholding und ist zuständig für 6 Altenheime der Stadt und kennt sich also bestens im Getriebe aus, über das wir nachher natürlich ein bisschen vielleicht auch streitig reden werden. Ja, ich darf organisatorisch vielleicht ein paar Bemerkungen machen. Der Pflegetreff, die Diskussion geht also eigentlich über 2 Stunden, aber danach soll es nicht vorbei sein. Sie können also noch hier bleiben und die Infostände, die sich vorne präsentieren, können Sie gerne in Anspruch nehmen und Sie können alle Schriften, die dort ausgelegt sind, Bücher, alles mitnehmen. Ansonsten müsste das alles wieder eingepackt werden und das muss vermieden werden. Ja, wir haben eine Pflegereform, sozusagen der erste Durchgang, erlebt in Berlin, das erste Pflegestärkungsgesetz und Sie haben alle schon davon gehört und Herr Laumann wird uns nachher auch einiges dazu sagen. Ich möchte, damit das schon mal zum Anreiz gesagt ist, sagen, dass dieses Bemühen um Pflegeverbesserungen in Teilen misslungen ist. Wir kriegen 20.000 Betreuungskräfte zusätzlich, aber 0 Pflegekräfte. Und ich moniere seit vielen Jahren, dass wir in der Pflege Defizite haben, die nur durch Pflegekräfte, die in ausreichender Zahl vorhanden sind, auf den Weg gebracht werden. Und das, muss vorab gesagt werden. Wir hatten im vergangenen Jahr Herrn Gröhe hier. Ich habe damals ein Papier übergeben. Ich habe noch einige Überstücke hier. Und in diesem Papier habe ich auch erläutert, wie das gehen könnte, dass wir zu mehr Pflegekräfte kommen. Der SPD-Kanzlerkandidat hat im vergangenen Jahr noch von 125.000 Pflegekräften gesprochen, die neu kommen müssten. Und gekommen ist bis jetzt nichts. Und es ist auch nichts in Sicht, nur diese Betreuungskräfte. Also ich muss das einfach so deutlich sagen, damit wir wissen, worüber denn geredet wird. Aber Herr Laumann wird nachher natürlich noch einige Dinge erzählen, die auch gut und richtig sind, die uns auch eine Verbesserung der Pflege bringen. Ja, vielleicht noch zur Abrundung. Ich bin nicht der Meinung, dass die Pflege so umgestaltet werden muss, dass alles komplett finanziert wird. Wir müssen nur rufen, Antrag stellen und das Geld läuft. Nein, wir müssen das Pflegesystem als Teilleistungssystem belassen und ergänzend dazu
altengerechte Quartiershilfen gestalten. Wir müssen in den Kommunen vor Ort Situationen vorfinden, dass die Menschen sich gegenseitig unterstützen und helfen. Das zusammen wird uns in die Zukunft tragen. Gut. Und beide Systeme müssen vernünftig und richtig ausgestaltet werden. Ich könnte jetzt noch eine Menge mehr sagen, aber ich lasse das mal. Ich kann mich jetzt sozusagen fast zurücknehmen, wie ich gelegentlich zu sagen pflege. Ich habe mein Ding erledigt, ja, ich habe sie hierher gebracht. Die Podiumsgäste sind da. Wir können jetzt in die Diskussion einsteigen. Wir hören einige Statements und nachher komme ich dann zu Ihnen nochmal mit dem Mikrofon, damit Sie also mit beteiligt werden. Ja, sehr geehrter Herr Schell. Sehr geehrter Herr Sahnen, lieber Heinz, als Schirmherr, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich stelle jetzt nicht mehr alle von dem Podium nochmal vor. Der Neusser Pflegetreff, das ist ja fast schon eine Pilgerstätte geworden, wenn es um Fragen der Pflege geht. Manchmal hat man den Eindruck, dass hier vieles auch vorgedacht wird von dem, was nachher in Berlin oder ich glaube, der Laumann kommt aus Bonn, wenn ich das richtig mitbekomme, als Dienstsitz. Dann ist vieles hier auch vorher schon besprochen worden. Aber das ist auch nichts Neues. In Stadt und Kreis Neuss wird lange schon über die Themen Pflege gesprochen. Ein Name, der dafür in Person steht, ist auch mein Stellvertreter, stellvertretende Landrat Dr. Hans-Ulrich Klose, seit über 50 Jahren Sozialausschussvorsitzender des Kreises und vor kurzem 80 Jahre alt geworden, aber immer noch politisch hochaktiv. Also man sieht, wenn man sich politisch betätigt, ist man immer dabei. Aber in den Jahren, in den 50 Jahren, hat sich auch der Pflegebegriff verändert. Da sind auch ganz andere Anforderungen an die Menschen herangetragen worden. Da hätte man mit Pflegeheimen vor 50 Jahren kaum was anfangen können. Da gab es mal Altersheime. Ein Altersheim des Kreises hatte damals im Heimvertrag stehen, immer wenn man pflegebedürftig wird, muss man das Heim verlassen. Ja, da lachen Sie heute darüber, um nur zu zeigen, in welchen kurzen Schritten sich wie viel verändert hat. Und wir haben eine Diskussion auch mit der Stadt, die hier vertreten ist durch den stellvertretenden Bürgermeister Thomas Nickel, also auch ihm einen herzlichen Gruß von hier. Die Frage, gibt es demnächst an verschiedenen Stellen auch noch zusätzliche neue Pflegeheime? Spannende Frage. Sind Pflegeheime heute das Richtige? Braucht man mehr betreutes Wohnen? Haben wir davon zu wenig? Also alles Fragen, die noch geklärt werden müssen. Und wir haben nicht nur im Bund, sondern im Land ja auch ein neues Gesetz, das noch umgesetzt werden muss. Der Lessmann stammt ja aus Karst, also auch ein heimisches Gewächs, das wir hier heute auf dem Podium sehen, der bei dem, ja, man kann sagen beim Pflegeministerium, es hat ja verschiedene Begriffe, beim Pflegeministerium in einer wichtigen Rolle ist. Aber ganz herzlich möchte ich auch Karl-Josef Laumann begrüßen, der wirklich ein engagierter Kämpfer in dem Bereich ist, auch in dem Bereich war, als er hier zuständiger Landesminister war. Also der Gruß gilt an diese allen, auch an diejenigen, die aus dem Kreistag hier sind, aber insbesondere auch an die Interessierten, die jeweils zum Pflegetreff gerade auch heute gekommen sind. Denn das ist ein Thema, was einen selbst oder zumindest das familiäre Umfeld schneller betreffen kann, als man es glaubt, manchmal anders betrifft. Und man wird, glaube ich jedenfalls, das sage ich, obwohl ich gelegentlich ja im Wahlkampf bin, mache ich da keine Versprechung, man wird nie Lösungen finden, wo man sagen kann, da ist alles geregelt. Also nach dem Motto, ich gucke nur mal hin und da ist schon alles geregelt. So einfach ist die Welt nicht. Und damit muss man einfach auch fertig werden. Man kann nur Hilfen anbieten den Menschen, aber man kann für die Menschen nicht für jede Situation eine passende Lösung als Staat parat haben. Also davor möchte ich eigentlich warnen und ich glaube auch, jeder möchte nicht, dass er vom Staat in jeder Hinsicht wirklich in jedem Punkt auch vorgegeben bekommt, was er zu tun hat, sondern er möchte Hilfen haben und die müssen insbesondere im ambulanten Bereich liegen. Und das ist ja ein Thema, was Sie, den Herrn Schell, aber den Pflegetreff insgesamt immer betrifft. Weiterhin viel Erfolg und viel Spaß, sage ich dann trotzdem bei der Veranstaltung heute. Ja, ich übernehme noch mal ganz kurz. Nach dieser Begrüßung muss ich das Mikrofon noch mal in Anspruch nehmen.
Und Herr Dr. Klose wurde eben schon erwähnt. Er hat einen runden Geburtstag gefeiert. Ich glaube, am 29. März war das. Ich habe auch ganz höflich gratuliert, aber ich wollte das hier in aller Öffentlichkeit nochmal sozusagen nachbessern und sagen, dass ich den Eindruck habe, dass Sie hier im Rhein-Kreis Neuss für die Pflege sehr viel bewegt haben und noch immer bewegen. Wir haben ja häufiger Kontakt auch in der Gesundheitskonferenz. Ich hoffe, dass das noch lange so bleibt, damit wir hier im Rhein-Kreis Neuss auch noch einiges zusätzlich verbessern können. Wie alle Podiumsgäste, die ein Buch bekommen, habe ich für Sie auch eins besorgt, das ich Ihnen hiermit übergebe. Und sage nochmal herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Meine Damen und Herren, dann darf ich Sie zunächst auch einmal ganz herzlich begrüßen. Ich habe wieder die ehrenvolle Aufgabe, heute hier die Moderation zu machen. Das mache ich gerne. Ich komme gerne nach Neuss, das weiß der Herr Schell. Und ich freue mich jedes Mal, wenn er wieder sehr frühzeitig mir schon diesen Termin vorgibt, dass ich ihn mir nur ja frei halte. Ich bin gestern Abend extra aus dem Urlaub gekommen, um heute hier zu sein. Also es heißt schon was. Und ich denke auch, das Thema ist wichtig und ist es wert, dass wir uns alle einsetzen. Herr Landrat, Sie haben ja sehr gut darauf hingewiesen. Wir wollen nicht alles besser machen, wir wollen aber vieles verändern. Ich denke, das muss im Mittelpunkt stehen, meine Damen und Herren. Da werden Sie mir beifügen. Und ich bin sehr froh, dass das heute wir hoffentlich wieder einige Schritte nach vorne gehen können. Herr Schell, Ihnen auch herzlichen Dank. Ich sage das mal im Vorhinein, weil das hinterher oft untergeht, dass Sie das alles wieder so toll vorbereitet haben. Und wenn Sie nach Neuss rufen, man sieht es zum Pflegetreff, die Räume füllen sich. Mancher wäre froh, auch die politischen Parteien, wenn so viele Mitglieder kämen, wie heute hier Interessierte zu diesem Pflegetreff kommen. Und ich will noch etwas sagen. Mir ist ebenso durch den Kopf gegangen, man müsste eigentlich in jeder Stadt, in jedem Kreis einen Herrn Schell haben, der etwas bewegt. Vielleicht kann man von Neuss aus da ein Signal setzen, Herr Schell, dass wir überall, je nachdem, wenn Veranstaltungen sind, ich werde mir das merken, ich mache ja viele Veranstaltungen im Land, auch darauf hinweisen, dass ein Motor in einer Stadt da sein muss, um die Dinge wirklich in Bewegung zu bringen. Das machen Sie natürlich mit Hilfe der politischen Kräfte hier, die Ihnen ja und auch dem Thema, muss ich bewusst sagen, sehr zugetan sind. Und ich will Ihnen etwas sagen, Herr Landrat, nicht nur die politische Aktivität hält jung, auch die ehrenamtliche. Also insofern denke ich, ist das schon ein gutes Gespann, wenn wir gemeinsam versuchen, was zu verändern. Und ich darf Ihnen jetzt das Wort geben zu Ihrem Vortrag. Was können wir erwarten in der nächsten Zeit und was wird sich ändern? Und ich werde auf die Uhr gucken mit den 10 Minuten. Vielen Dank. Ja, schön. Zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Frau Schmidt-Zabel für die Anmoderation. Schönen Dank, dass Sie heute Nachmittag sich alle ein bisschen Zeit nehmen, um mit uns über ein wichtiges Thema einfach unseres Landes zu reden, wie geht man halt mit Pflege um. Und jetzt will ich erst einmal sagen, als Staatssekretär und Pflegebevollmächtigter in Berlin ist es natürlich so, dass meine Geschäftsgrundlage für die Zeit bis 2017 der Koalitionsvertrag ist. Der Koalitionsvertrag von CDU und SPD über die jetzige Wahlperiode. Und wenn der Koalitionsvertrag, das sage ich mal vorweg, nicht so wäre, wie er wäre, wäre ich auch gar nicht in dieses Amt gegangen. Denn dieser Koalitionsvertrag gibt uns überhaupt den Raum, bei der Pflege etwas zu gestalten. Indem nämlich die beiden Parteien entschieden haben, dass wir in dieser Wahlperiode den Pflegeversicherungsbeitrag um einen halben Lohnpunkt nach oben setzen. Das ist bezogen auf die Pflegeversicherung eine Beitragserhöhung von 20%. Also ich bin jetzt schon ein alter Haudegen in der Sozialpolitik, seit 1990 überregional dabei. Eine Beitragserhöhung in einer Sozialversicherung von 20% habe ich noch nie erlebt. Und dass die gemacht wird und niemand drüber schimpft, im Übrigen auch nicht die Arbeitgeberverbände, denn die zahlen die Hälfte dieser Beitragserhöhung, macht ja deutlich, dass im deutschen Volk eins klar ist, dass die Leute der Meinung sind, dass bei der Pflege mehr passieren muss. Zweiter Punkt. Zentrum dessen, was wir in dieser Wahlperiode machen, ist natürlich die Umsetzung dieses Pflegebedürftigkeitsbegriffes. Das, was wir zum 1. Januar gemacht haben,
in eine Art Fortschalt, wenn ich das mal sagen darf, war etwas, wofür man sich nichts einbilden muss. Wenn man die Leistung der Pflegeversicherung nach ganz vielen Jahren um 4% erhöht, ist das keine Strukturentscheidung. Wir haben eine große Strukturentscheidung getroffen. Und für die habe ich schwer gekämpft. Das war die Entscheidung, dass wir die Leistungen für die Tagespflege bei Pflegestufe 2 und 3 verdoppelt haben. Von 550 Euro auf 1.100 Euro. Bringt auch nicht mehr Personal. Ja, jetzt hört doch mal einen Moment zu. So, und die Wahrheit ist, dass das nach meiner Meinung vor und Hintergrund haben muss. Wir brauchen Strukturen für hochbetagte Menschen. Und die jetzt hochbetagten Menschen wollen, die jetzt alt sind, ganz viele von ihnen möglichst lange in ihren eigenen Wohnungen bleiben. Das ist zurzeit so. Ob das in 20 Jahren noch so ist, weiß ich nicht. Aber jetzt ist das so. Ich gehöre zu den Politikern, die sagen, nicht wir in der Politik müssen vorschreiben, wo Pflegebedürftige wohnen. Pflegebedürftige haben Beiträge bezahlt, es tritt der Pflegefall ein, die Leistungen müssen organisiert und fließen, aber da, wo der Pflegebedürftige wohnt, entscheidet er immer noch selber. Und deswegen habe ich auch ein bisschen Probleme damit, dass wir uns mittlerweile angewöhnt haben, bestimmte Wohnformen in der Pflege zu privilegieren und andere abzustrafen. Da bin ich gar nicht so für. Wenn sich jemand fürs Heim entscheidet, ist das genauso zu akzeptieren, als wenn sich jemand für die Pflegewohngruppe entscheidet. Aber gucken Sie sich mal die Leistungen, gucken Sie sich mal die Leistungsunterschiede in beiden Bereichen an. Finde ich nicht besonders prickelnd. Mir war nur wichtig, dass wir bei der Tagespflege etwas schaffen, damit viele Menschen, die in ihren Wohnungen bleiben wollen und über Tag alleine sind, dass sie mehr Gemeinschaft erfahren. Denn die Wahrheit ist, die meisten Leute, die zu Hause gepflegt werden, leben nicht in Familien, wo den ganzen Tag jemand zu Hause ist. Und dann stellen Sie sich nur mal einen Moment vor, morgens kommt irgendwann ein Pflegedienst und hilft dir in den Tag und abends kommen meinetwegen nach Feierabend die Kinder und kümmern sich, wie lang so ein Tag ist, wenn man nicht mehr aus dem Zimmer kann. Und deswegen finde ich die Frage von Tagesstrukturen ziemlich wichtig. Und wir haben in den letzten 10 Jahren verdammt viel in Nordrhein-Westfalen wie in ganz Deutschland gemacht für Tagesstrukturen für kleine Kinder. Weil Väter und Mütter heute berufstätig sind. Aber dadurch, dass die mittlere Generation berufstätig ist, hat sich auch die Situation der Hochbetagten in unseren Familien verändert. Über Tag ist nämlich kein Däubel mehr zu Hause. Und das hat sich gegenüber vor 20, 30 Jahren völlig verändert. Und das hat auch die Lebenssituation von älteren Leuten verändert. Was wir jetzt bei Pflegestärke 2 machen, können wir nachher, denke ich, in der Diskussion noch mal ein bisschen mehr darüber reden, was das heißt, ist eigentlich die längst überfällige Umsetzung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes. Ich weiß, dass jetzt viele sagen, die reden wieder und da ist auch so viel geredet worden und nie was gemacht worden. Es ist deswegen nie was gemacht worden, weil die Umsetzung des Pflegebedürftigkeitsbegriffes ohne Geld nicht zu machen ist. Wir gehen im Ministerium davon aus, wenn man das, was die Wissenschaftler festgelegt hat, dass man dafür 3,5 Milliarden Euro braucht. Und weiß ich nicht. Es gibt ja immer so viele, die was sagen. Wir rechnen im Ministerium mit 2,3 Milliarden Euro. So, und das ist schon eine Menge Geld in einem System, wo zurzeit 23 Milliarden Euro sind. Und ich kann Ihnen die genauen Auswirkungen auch nicht sagen, weil wir zurzeit noch nicht einmal die Rotgangstudie auf dem Tisch liegen haben. Aber es wird am Ende des Tages da auf jeden Fall dazu führen, dass die Frage von Demenz und die damit verbundenen Hilfepakete sicherlich bei der Einstufung besser berücksichtigt werden wie heute. Und da bin ich bei einem ganz wichtigen Punkt. Was nützt mir der neue Pflegebedürftigkeitsbericht, wenn sich bei den Personalschlüsseln nichts tut? So, und der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff lässt sich mit den jetzigen Personalschlüsseln nach meiner Meinung nicht machen. Aber die Personalschlüsse werden auf Landesebene zwischen den Kostenträgern und den Heimen nun mal verhandelt. Und in Nordrhein-Westfalen haben wir früher mal tolle Schlüssel gehabt. Unsere Schlüssel sind mittlerweile in die Jahre gekommen. Aber Herr Lessmann kann ja gleich etwas dazu sagen. Ich höre ja auch, dass in Nordrhein-Westfalen darüber zurzeit geredet wird, wie man das, ich sag mal, weiterentwickeln kann, auch mit Blick auf den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff. Und deswegen habe ich vorhin einen Zeitplan im Kopf. Der Minister, Hermann Gröhe und ich möchten gerne, und wir haben das auch mit den Spitzen der Fraktion natürlich besprochen, dass die ganze Gesetzgebung, die damit zusammenhängt, dieses Jahr abgeschlossen wird. Die muss bis Weihnachten durch sein, durch Bundestag und Bundesrat. Und diese Veränderungen, die mit dem Pflegebedürftigkeitsbegriff zusammenhängen, sind so groß, dass die Einrichtungen wirklich ein Jahr brauchen, sich darauf einzustellen. Auch mit dem MDK muss ja ganz anders begutachten. Da müssen ja Tausende von Menschen geschult werden.
Wenn ein Heim den Nest statt 3 Pflegestufen 5 hat, müssen wir doch wissen, ja, wie viel Geld geben wir bei einer Pflegestufe? Aber wie viel erhöht ein Heim auch die Kosten zwischen Pflegestufe, sagen wir mal, 3 und 5? Das muss ja auch etwas im Verhältnis stehen zu der Frage, was die Pflegeversicherung mehr gibt. Wir müssen mal generell die Frage beurteilen, ist das überhaupt richtig, dass im Heim derjenige, den es am schlechtesten geht, am meisten zuzahlt? Also zu Hause ist es so, wenn Opa in Pflegestufe 3 kommt, sagen die Leute, Gott sei Dank, der MDK war gut, Opa ist jetzt endlich in 3. Ist Opa im Heim, stimpfen die Leute und sagen, wie konnte das Heim den Pfleger, den MDK anrufen, wir müssen jetzt mehr zuzahlen. Ist ja auch die Wahrheit. Also deswegen muss man auch mal sehr genau gucken, welche Wirkungen macht man da mit diesen unterschiedlichen Systemen, und das wird dann schon für die Einrichtung ein neues System sein. Lassen Sie mich noch einen Gesichtspunkt sagen, der mir ganz wichtig ist. Wo ich erst im Amt war, und da kommen ja immer viele Journalisten, da habe ich auch viel über Geld geredet. Ich rede heute weniger über Geld. Die ganz spannende Frage ist eigentlich, wenn wir über Pflege in Deutschland reden, wo finden wir die Menschen, die sich um die Pflegebedürftigen kümmern? Wir kriegen jetzt jedes Jahr, wo Deutschland besteht, jetzt über Jahrzehnte im Übrigen, zwischen 2 und 3% mehr pflegebedürftige Menschen. Das hängt einfach mit unserem Altersaufbau zusammen. Und jeder Mensch, der pflegebedürftig ist, braucht einen, der sich kümmert. Weil Pflegebedürftigkeit im Sinne der Pflegeversicherung bedeutet, du kriegst den Tag ohne fremde Hilfe nicht mehr gemeistert. Bei Pflegestufe 1 würde ich sagen, mach's nochmal den einzelnen Tag geben, wo man es alleine hinkriegt. Aber ab Pflegestufe 2 brauchen sie täglich verlässliche Hilfe. Wie können wir familiäre Pflege stärken, die in Deutschland Gott sei Dank ganz stark ist? 2/3 aller Pflegebedürftigen sind zu Hause und davon werden wieder 70% nur von Familienangehörigen versorgt, weil da nur die Geldleistung genommen wird. Aber wo finden wir auch jedes Jahr 2,5% mehr Pflegekräfte? Und zwar Pflegefachkräfte und auch Hilfskräfte. Denn beide sind für die Pflege unverzichtbar. Und Herr Schill, wenn Sie gerade gesagt haben, wir haben auch Betreuungskräfte gebracht, 20.000, warum nicht 20.000 Pflegekräfte? Ich hätte 20.000 Pflegekräfte ins Gesetz schreiben können. Dann wäre nur heute im Altenheim noch keiner da, weil es die 20.000 Leute gar nicht gibt. Denn es gibt zurzeit keine 20.000 arbeitslosen examinierte Pfleger in der Bundesrepublik Deutschland. Und deswegen werden wir auch etwas machen müssen bei der Pflegeausbildung. Natürlich liegt es daran. Also in Nordrhein-Westfalen ist alleine dadurch, dass wir die Pflegeausbildung jetzt über eine Umlage finanzieren und die Ausbildungskosten aus den Pflegesätzen rauskommen, haben die Lehrstellen um 1/3 zugenommen. Und das Schöne ist, diese Ausbildungsstellen sind besetzt. Das bringt uns doch erstmal Leute. Aber ich habe noch 6 Bundesländer in Deutschland, ich muss das aus der Berliner Perspektive sehen, da zahlen Altenpflegerinnen noch Schulgeld. In 6 Bundesländern. Ich finde, die Ministerpräsidenten aus diesen Bundesländern sollen sich an der Debatte über Pflegefachkräftemangel besser nicht beteiligen. Um das auch mal in aller Deutlichkeit zu sagen. Aber das ist die Realität. Im Übrigen sind es viele Länder, die sehr unterschiedlich regiert werden. Soll man nicht sagen, das ist nur das Problem einer Partei. Es geht quer durch den politischen Garten. Also darf ich mal glaube ich, einen letzten Punkt, wenn ich das sagen darf, dass zu diesem Paket Sie können ja alle Fragen stellen. Entbürokratisierung, Pflege-TÜV erstmal aussetzen, dann ein Übergangssystem schaffen, damit wir ein Stück Transparenz behalten, dann aber ein vernünftiges Transparenzsystem machen. Im Übrigen Pflege-TÜV aussetzen zum 1. Januar. Ich muss damit noch durch den Bundestag, denn der Pflege-TÜV, die Pflegenoten stehen im Gesetz. So. Also 1. Januar die Noten weg, dafür die 66 Fragen veröffentlichen. Der SPIWO muss die 3 Monate Zeit haben. SPIWO ist der Spitzenverband der Pflegekassen, weil ich auch gerne will, dass für die Übergangszeit der MDK einen vereinheitlichen Text machen muss, um die 66 Fragen zu erklären. Dann möchte ich, dass im Gesetz für Pflegestärkungsgesetz 2 der Gesetzgeber festlegt, wer bis wann den neuen Pflegenoten festlegt. Und ich kann euch nur sagen, ich werde dafür kämpfen, dass in diesem Gremium neben den Kostenträgern und den Einrichtungen auch Pflegekräfte sitzen. Und Patientenvertreter sitzen. Ich meine, wenn diese Kadetten, die da jetzt zusammengesessen haben, in 7 Jahren nur getäuscht haben, dann können die ja wohl nicht sagen, dass jetzt die Welt untergeht, wenn vielleicht mal ein paar Leute mit am Tisch sitzen, die keine Interessen haben, außer aus einer fachlichen Perspektive vielleicht sagen, wie man es machen könnte.
So, und das muss der Bundestag festlegen. Und der Bundestag muss dann, wenn es nach mir geht, auch festlegen, bis wann der zu Potte kommen muss. So, da muss man aber auch realistische Zeiträume machen. Ich bin ein Anhänger von dem Wingenfell-Modell, am Ende Pflegequalität zu prüfen. Das wird zurzeit in 240 Einrichtungen getestet, auch sehr stark bei uns in Nordrhein-Westfalen. Ich habe mit Wingenfeld gesprochen, er hat mir gesagt, Herr Laumann, ich bin aber leider nicht so weit, dass wir zurzeit diese Dinge miteinander vergleichen können. Ich bin einfach nicht so weit. So, das muss ich jetzt erstmal zur Kenntnis nehmen. Ich kann nicht von heute auf morgen Wingenfeld umsetzen. Deswegen habe ich gesagt, lass uns doch mal überlegen, ob das nicht Sinn macht, dass wir sagen, wir wollen neue Note, neue Sternchen, wer weiß, was es dann auch immer ist, zu 2018 machen, weil dahinter vorne steckt. Das möchte ich doch mal erklären. Ich glaube nicht, dass wir uns einen Gefallen tun, einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff einzuführen, ein ganz neues Begutachtungsverfahren einzuführen, eine andere Dokumentation einzuführen, in den Heimen alles auf den Kopf stellen durch den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff und gleichzeitig noch ein neues Notensystem in die Heime bringen. Vielleicht muss man dann auch mal sagen, jetzt gehen wir mal einen Schritt nach den anderen und nicht alles auf einmal und überfordern dann das System, dass alle in diesem System, ich sage Ihnen das mal ganz offen, irre werden an der Aufgabe und an den Veränderungen, die da sind. Denn eins habe ich in den Jahren jetzt auch gelernt, wo ich Politik mache. Die Pflegezähne ist mittelständisch organisiert. Wir haben unheimlich viele kleine Einrichtungen. Da klein meine ich schon 70, 80 Betten, aber ein Träger, eine Einrichtung. Das sind nicht alle schlagkräftige Konzernorganisationen, wo sie alles von heute auf morgen umsetzen. Sie müssen auch die Menschen, die in diesen Systemen arbeiten, auf Veränderungsprozesse mitnehmen. Und deswegen glaube ich, ich wäre mein Leben auch mal 15 Jahre ganz normaler Arbeitnehmer, dass man Veränderungen auch immer Schritt für Schritt machen muss und sie nicht alle auf einen Schlag machen kann. Und deswegen habe ich nun mal gesagt, meine Vorstellung wäre 1.1.2018. Ich habe dann aber auch gesagt, wenn der Bundestag denkt, es geht schneller, soll ein anderes Datum reinschreiben. Ich möchte nur, dass dieser Schuss, der jetzt gemacht wird, sitzt und wirklich zu einem vernünftigen, transparenten Verfahren führt. Weil wieder ein Schnellschuss, wo am Ende nichts mehr rumkommt, das System noch mehr diskreditiert. Und dass die Stimmung in Pflege so schlecht liegt, liegt ja auch daran, dass wir leider immer wieder Anlässe haben, wo Medien auch über Pflege herziehen. Ja, ich persönlich glaube auch, dass es das andere gibt. Dass es nämlich ganz viele Menschen gibt, die mit einer hohen Fachlichkeit und einer tollen menschlichen Einstellung eine tolle Arbeit machen. Und ich finde, das muss auch in diesem System mal mehr nach außen deutlich werden. Denn wie wollen wir junge Menschen für einen Pflegeberuf begeistern, wenn nur noch Meldungen gemacht werden, als seien nur noch Leute unterwegs, ich sage mir, die kein Gewissen hätten. Und das ist ja einfach auch nicht meine Wahrnehmung, die ich letzten Endes habe. Wenn Sie mal einen Strich drunter machen, dann ist das, was in dieser Wahlperiode angesetzt wird. Und vor 20 Jahren ist die Pflegeversicherung damals von Blüm gemacht worden und von anderen. Ist das im Grunde nach 20 Jahren eine Generalüberholung der Pflegeversicherung. Und durch den Pflegebedürftigkeitsbegriff kriegt die Pflegeversicherung auch eine neue Seele. Sie kriegt ein neues Zentrum. Das muss man schon sehen. Es ist dann eine andere Versicherung. Aber dass es dann immer noch ein System ist, wo das Geld knapp ist, das weiß ich auch. Auch wo Personal gefühlt immer knapp sein wird. Und deswegen finde ich, ist das so wichtig, Herr Schell, was Sie ja auch gesagt haben. Wir müssen das erreichen in unserer Gesellschaft und deswegen mache ich auch unheimlich viele Veranstaltungen mit Kommunalpolitikern im Übrigen. Wir müssen begreifen, dass unsere Pflegeinfrastruktur empfunden wird als ein Bestandteil der kommunalen Daseinsfürsorge. Mhm. Ich war auch mal wie mein Leben 25 Jahre Stadtrat in einer Gemeinde mit 23.000 Einwohnern. Wenn ein Problem im Kindergarten ist, dauert es keinen Tag, ist das Problem im Rathaus. Obwohl die Kindergärten bei uns auch nicht städtisch sind, sondern freie Träger haben. Wenn ein Problem im Altenheim ist, hat es mit dem Rathaus nichts zu tun. Wir bauen heute unsere Altenheime nicht mehr im Wald wie vor 40 oder 50 Jahren. Aber gefühlt sind sie oft noch im Wald. Und wir Menschen müssen diese Einrichtungen kennen. Wir müssen uns dort begegnen. Wir müssen die Leute kennen, die in diesen Einrichtungen Verantwortung haben und in diesen Einrichtungen arbeiten. Wir müssen eine gute Verzahnung von professioneller Pflege, von Pflegehilfskräften, von Familie und Stadtteil in den Einrichtungen haben. Wir hätten es nicht alles nur mit bezahlten Leuten machen können. Und ich glaube, dass wir dann auch wirklich die Qualität von Pflege beurteilen können. Denn selbst wenn ich am Ende bessere Pflegenoten hinkriege,
Ob man in Noten wirklich das alles ausdrücken kann, was in einem guten Pflegeheim passiert, bezweifle ich persönlich sehr. Schönen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Laumann. Sie haben viele Dinge angesprochen. Ich sage mal, auch Hoffnung gemacht. Und ich will mal einen Satz von Ihnen aufgreifen. Sie sind ja bekannt dafür, dass Sie immer sehr zugespitzt formulieren, dass die Pflege nicht mehr im Wald bleibt. Das wollen wir auch hoffen, sondern dass sie wirklich vernünftig durchgeführt wird in den Kommunen. Da ist aus meiner Sicht noch vieles zu tun. Herr Schell hat eine Frage. Ich habe eigentlich nur eine Fußnote. Es wurde eben davon gesprochen, dass wir nicht genügend Pflegekräfte haben, selbst wenn wir die Stellenschlüssel verändern. Dazu fällt mir ein, dass Pflegekräfte 5 bis 7 oder 6 bis 8 Jahre im Beruf bleiben und dann ausscheiden. Wir haben die Pflegekräfte in den letzten Jahren ganz schäbig behandelt. Wir reden immer von Wertschätzung und Anerkennung und das kommt nicht an. Das scheint mir wichtig, dass wir das noch sagen. Also wir können nicht sagen, wir haben die Pflegekräfte nicht. Wir müssen die Bedingungen ändern und dann kommen die Pflegekräfte vielleicht auch wieder zurück, wenn sie denn entschwunden sind. Im Übrigen, dieses Quartierskonzept, über das wir seit vielen Jahren immer wieder hin und her diskutieren, haben wir hier in Erftal eingeführt. Wir haben es angepackt. Vorne finden Sie Informationen. Wir haben ein altes, altengerechtes Quartier. Wir haben betreutes Wohnen. Wir kriegen eine Tagespflege. Wir haben alles das, was nötig ist, in den Anfängen. Und wir gestalten hier. Also es geht. Nur die Kommune muss uns beistehen. Ja. Vielen Dank, Herr Schell, für diese Zwischenbemerkung. Im Hinblick auf die Pflegekräfte haben Sie ja recht, aber ich denke, Herr Laumann, Sie haben mich in einer Sache überzeugt. Ich war ja nun selbst lange genug im politischen Geschäft, dass man das nicht so schnell verändern kann. Wenn dann bis 2018 alles kommt, denke, können wir zufrieden sein, dass sich dann auch was verändert. Wir werden Sie beim Wort nehmen, Herr Laumann. Ich weiß, wo Sie Ihr Büro in Berlin haben. Ich werde dann vor Ihrer Tür stehen, wenn sich nichts tut. Und ich will auch, das verspreche ich Ihnen, da in Berlin, wo ich noch Einfluss habe, versuchen Einfluss zu nehmen, dass sich da was ändert. Dass die SPD das tut, was ich will. Ja, ja, das. Also so weit wollen wir nicht gehen, das wäre zu viel des Guten, aber ich denke schon, dass wir gemeinsam einen Weg finden, wie wir ihn auch, meine sind auch manchmal nicht einfacher. Beim Landschaftsverband, das weiß ich, wie wir ihn ja auch da gefunden haben. So. Aber ich will noch auf einen Punkt hinweisen, Herr Laumann, was vielleicht auch im Hinblick auf die Situation in den Pflegeheimen wichtig ist. Es werden sehr schnell die Pflegestufen nach oben verändert. Was mich aber stört und wo ich seit Jahren für kämpfe, dass nicht eine Pflegestufe mal nach unten verändert wird. Wenn gut gepflegt wird in den Heimen, muss man auch mal sagen können, nicht mehr Pflegestufe 3, sondern 2. Auch das passiert, ja gut, das muss man aber überlegen, wie. Das passiert zu selten. Im Gesetz steht, und da habe ich mich noch sehr für eingesetzt, Reha vor Pflege. Das wird kaum durchgeführt. Ich denke, wenn das mal in den Köpfen ist, dass Menschen, die pflegebedürftig sind, auch einen Anspruch auf Reha haben, dann haben wir auch schon eine Menge erreicht. So, jetzt gebe ich Herr Laumann hat schon auf die Landespolitik hingewiesen, dem Herrn Ministerialdirigenten, Herrn Lessmann, das Wort. Ich denke, in Nordrhein-Westfalen hat sich viel verändert, positiv. Herr Laumann, Sie waren daran beteiligt, aber auch danach hat sich viel positiv verändert. Das Land diskutiert sehr intensiv über das Quartierskonzept, etwas, was wir vom KDA seit langem, langem schon gefordert haben. Und ich hoffe, Herr Lessmann, dass wir da aus Ihrer Sicht auch die Umsetzung in Nordrhein-Westfalen jetzt die richtigen Hinweise bekommen. Sie haben das Wort. Ja, herzlichen Dank, Frau Spitzadel. Herr Schell, Herr Landrat, Herr Laumann, meine Damen und Herren, erstmal auch nochmal danke für die Einladung. Und wie immer sind wir auch aus dem Landespflegeministerium und für was wir sonst noch alles zuständig sind, gerne gekommen. Heute, wie Sie gesagt haben, nicht meine Ministerin, aber ich darf Ihnen ganz herzliche Grüße bestellen. Ich glaube, auch im Hinblick auf die Zeit, ich will nicht alles wiederholen, es ist, glaube ich, schon ganz viel gesagt worden und für mich wird gerade auch in so einer Diskussion, die ja auch dann sehr hitzig ist teilweise hin und her, immer deutlich, es ist einfach an ganz vielen Stellen Handlungsbedarf im Bereich der Pflege und da will ich einfach eine
eher positive Sache an den Anfang stellen. Es tut sich was im Moment im Bereich der Pflege. Und ich glaube, in Nordrhein-Westfalen, auch parteiübergreifend, waren wir immer sehr mit dem Thema Pflege beschäftigt. Aber wir hatten doch alle das Problem, wir haben auch beim Pflegetreff hier häufiger gesessen, dass vor dieser Legislaturperiode in der Bundesdiskussion die Pflege nicht wirklich ein Thema war, wo sich viel bewegt hat. Und deswegen ist es auch aus unserer Sicht als Landesministerium erstmal gut, dass vieles im Moment im Bereich der Pflege diskutiert wird. Und da bin ich aber ganz bei Herrn Laumann. Wir dürfen alle Beteiligten an der Stelle nicht überfordern. Es ist auch für uns jeden Tag eine neue Aufgabe zu gucken, welches Problem gehen wir jetzt zuerst an. Es sind ja noch ganz viele andere Probleme. Herr Westerfellhaus wird gleich die Pflegekammer noch nennen. Herr Wallraffen-Dreiso noch ein Spezialproblem aus den Heimen. Wir haben so viele Themen und wir müssen schauen, wie wir damit umgehen. Ich will ein paar Themen einfach aus unserer Sicht benennen, die auch jetzt eben schon benannt worden sind. Das erste Thema Personal. Im Bereich der Pflege, was wir mit dem Pflegenotstandsbegriff immer verbinden. Ich glaube, das ging eben so ein bisschen hin und her. Es ist ja beides richtig. Wir haben viele ausgebildete Pflegekräfte, die viel zu wenig lange im Beruf bleiben, weil die Rahmenbedingungen nicht gesundheitsfördernd sind, weil die Personalschlüssel in vielen Bereichen den Entwicklungen nicht mehr nachgekommen sind. Als die Pflegeversicherung eingeführt wurde, hatten wir eine völlig andere Struktur von Bewohnerinnen und Bewohnern in den Pflegeeinrichtungen, als wir das heute haben. Die Menschen kommen heute ja zum Glück in einem Stadium erst ins Pflegeheim ganz oft, wo sie nur noch wenige Monate zu leben haben, weil sie es bis dahin schaffen, dass sie zu Hause leben können. Ja, es gibt, dann sind die Untersuchungen Quatsch, die es dazu gibt. Also die Aufenthaltszeit in Pflegeeinrichtungen ist in den letzten Jahren massiv zurückgegangen. Aber das heißt ja für die Pflegeeinrichtungen eine ganz andere Herausforderung, dass sie nämlich mit viel mehr Unterstützungsbedarfen zu tun haben. Und wir arbeiten, das hat Herr Laumann gesagt, zum Teil mit Personalschlüsseln, die einfach ganz lange her sind. Oder in Nordrhein-Westfalen. Als wir die Aufgabe jetzt in diesem Ministerium übernommen haben und uns die Situation angeschaut haben, dann steht im Gesetz SGB 11, also Pflegeversicherung, die Kosten- und Leistungsträger müssen Personalschlüssel vereinbaren. Das hat in Nordrhein-Westfalen aber keiner gemacht. Es gibt keine Vereinbarung über Personalschlüssel, sondern es gibt irgendeinen Uraltschlüssel von Voreinführung der Pflegeversicherung, mit dem heute noch zwischen den einzelnen Heimen und den Pflegekassen und den Kostenträgern die Pflegesätze verhandelt werden. Das hat aber irgendwie ganz lange keinen gestört, bis wir jetzt mal gesagt haben, liebe Freunde bei den Pflegekassen, und die unterstehen dann auch unserer Rechtsaufsicht, und liebe Freunde bei den Leistungserbringern, wir möchten mal, dass ihr jetzt mal eure Aufgabe ernst nimmt und aktuell Pflegeschlüssel vereinbart. Was daraus wird, sind wir sehr gespannt, aber ich glaube, was ganz wichtig ist, dass wir an der Stelle eine Transparenz bekommen, dass wir wirklich uns mal offen darüber unterhalten, welches Personal brauchen wir, um die Anforderungen, die wir heute haben, in den Griff zu bekommen und eine menschenwürdige Pflege zu gewährleisten. Die Transparenz ist der erste Punkt und ich glaube, da sind wir auf dem Weg. Was man dann nicht verkennen darf, Pflegeschlüssel, Personalschlüssel werden immer finanzielle Auswirkungen haben. Und in der Situation, in der wir sind, Frau Schmitz-Hadel hat es gesagt, das Pflegeversicherungssystem ist ein Teilleistungssystem, muss man klar sagen, eine Verbesserung von Personalschlüsseln, ein Mehr an Nachtwachen, ein Mehr an Fachkräften, alles das führt, wenn sich die Leistungssätze der Pflegeversicherung nicht verändern, dazu, dass die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen in den Pflegeheimen mehr Geld bezahlen müssen. Das ist auch ein Teil der Wahrheit und deswegen, alles hängt mit allem zusammen, dürfen wir, glaube ich, dann die Frage der Personalschlüssel auch nicht diskutieren, ohne dass wir über die Leistungshöhen in der Pflegeversicherung sprechen. Und da hat Herr Laumann gesagt, 0,5 Punkte, da bin ich bei Ihnen, ist schon ein großer Sprung, den wir jetzt in dieser Legislaturperiode bekommen. Ich muss ehrlich sagen, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, ich habe große Zweifel, ob das Geld ausreichend ist, um die Erwartungen, die wir zu Recht haben, an eine menschenwürdige Pflege im demografischen Wandel zu erfüllen. Und ich bin ganz froh, dass es eigentlich wirklich eine große, breite und wachsende Akzeptanz dafür gibt, dass Pflege ein wichtiges Zukunftsthema ist. Ich glaube, es ist immer noch nicht so weit wie bei dem Thema Kinderbetreuung, das Sie angesprochen haben. Da ist die Gesellschaft immer noch mehr bereit, auch tiefer in die Tasche zu greifen. Jetzt gibt es gerade auch Tarifdiskussionen über Erzieherinnen und Erzieher. Ich glaube, dass es da immer noch eine andere gesellschaftliche Haltung gibt. Aber ich bin ganz optimistisch, dass wir das auch im Bereich der älteren Menschen nach und nach auch durch solche Veranstaltungen wie hier heute Abend auf den Weg bringen und dass wir dann auch weiter darüber diskutieren können, was ist uns gute Pflege, was ist uns eine menschenwürdige Versorgung der älteren Menschen wert. Und ich glaube, wir werden da mehr Geld brauchen als das, was wir im Moment haben. Aber das ist dann ein Thema, was nicht auf Landesebene entschieden werden kann. Was wir entscheiden können oder wo wir einen Beitrag zu leisten können, ich will es gar nicht wiederholen, weil Herr Laumann es schon gesagt hat, ist einmal die Thematik Ausbildung.
Auch das ist schon ein schwieriges Thema, weil uns ganz viele immer gesagt haben, wir finden ja keine Auszubildenden. Das Image des Pflegeberufes ist so schlecht, es gibt keine Auszubildenden. Das war das Klagelied. Die Ministerin ist am Anfang ihrer Amtszeit immer angesprochen worden, sie müsste sich mal an einer Imagekampagne beteiligen und wir müssten mal Busse übers Land schicken und was weiß ich. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist diese Umlage eingeführt und die Pflegekosten oder die Kosten der Ausbildung zwischen den Einrichtungen gleichmäßig verteilt, also den Pflegeeinrichtungsträgerinnen und Trägern einen Teil der Kostenlast genommen. Und schwupp steigt die Zahl der Ausbildungsplätze von 10.000 auf inzwischen fast 18.000. Natürlich ist da noch genau hinzugucken, was sind das für junge Menschen, die wir für diesen wichtigen Beruf erreichen. Aber wir sind erstmal froh, dass wir sie erreichen, dass das Image dieses Berufes offensichtlich dann doch noch nicht so schlecht ist, bei allem, was wir da verbessern können und sollten an Wertschätzung, aber dass es nicht so schlecht ist, dass die jungen Menschen sich für den Beruf nicht interessieren. Und unsere Aufgabe wird es jetzt sein, diese jungen Menschen auch mitzunehmen und in eine gelingende Fachkraftausbildung zu integrieren. Aber ich glaube, dass wir da einfach schon viel erreicht haben, hier durch eine gemeinsame Anstrengung aller Beteiligten. Was? Moment, Sie können nachher alle Fragen stellen, das versichere ich Ihnen, aber lassen Sie bitte den Referenten jetzt erstmal reden. Ich rede ja im Moment nur von der Altenpflege. Ja. Das andere Gesundheits- und Krankenpflegethema ist, glaube ich, eine alleine abendfülle Veranstaltung. Noch können wir aber gleich auch trotzdem noch darauf eingehen. Was haben wir sonst gemacht in Nordrhein-Westfalen? Wir haben 3 Jahre lang über ein neues Pflegegesetz diskutiert. Ich glaube, ich war am Anfang schon mal hier. Da dachte ich, es ging auch alles schneller. Es hat dann doch länger gedauert. Wir haben mehr Flexibilität geschaffen, weil wir, ganz wie Herr Laumann, der festen Überzeugung sind, dass die Menschen heute, wir alle hier, am liebsten in unserem Alter und auch bei Pflegebedarf zu Hause leben möchten und dass wir da keine Wohnform vorschreiben wollen, aber dass wir die Wahlmöglichkeit schaffen wollen. Und ich glaube, da liegt der, da liegt es im Moment noch im Argen. Wenn jemand heute ins Krankenhaus kommt als älterer Mensch und danach die Angehörigen die Mitteilung bekommen, es wird wahrscheinlich ohne einen dauerhaften Pflegebedarf nicht abgehen. Was wollen Sie machen? Ich habe selbst vor kurzem erlebt, Sie bekommen vom Sozialdienst 2 Möglichkeiten angeboten, entweder ein Pflegeheim oder eine 24-Stunden-Kraft aus Osteuropa. Andere Möglichkeiten werden einem fast nicht angeboten. Und ich glaube, dass es gut ist, dass sich in Nordrhein-Westfalen an vielen Stellen viele andere Möglichkeiten entwickeln. Von der ambulanten Betreuung zu Hause, von der wichtigen Tagespflege, wie Herr Laumann das beschrieben hat, aber auch Wohngemeinschaften und andere Konzepte. Wir wollen da nichts bevorzugen, aber was wir machen wollen, ist die Wahlmöglichkeit an der Stelle zu schaffen. Ich glaube, da haben wir mit dem neuen Wohn- und Teilhabegesetz oder dem überarbeiteten Wohn- und Teilhabegesetz einiges erreicht, weil Wohngemeinschaften, die gerade bei Demenzkranken eine tolle Versorgungsform sein können, da leichter mit ermöglicht werden. Das war am Anfang etwas schwierig mit dem alten WTG. Das hat Herr Laumann noch mit eingeführt und da war er mit der Erste, glaube ich, wenn nicht überhaupt der Erste, der ein eigenes Landesgesetz gemacht hat und immer gesagt hat, es ist ein lernendes Gesetz und genau diesen Prozess haben wir aufgenommen und mit allen Beteiligten und auch parteiübergreifend im Landtag jetzt eine Reform beschlossen, die an der Stelle einfach mehr Flexibilität schafft, die auch versucht, Bürokratie abzubauen, dieses schwierige Thema Heimprüfung. Wir haben an der Stelle ja nicht nur das Thema mit den Heimnoten, sondern unser Wunsch wäre auch immer, dass wir nochmal über die Strukturen reden. Muss es wirklich eine Doppelprüfung einmal der kommunalen Heimaufsicht und dann des MDK geben? Oder können wir jetzt diese Diskussion, die dankenswerterweise angestoßen worden ist, nicht nutzen, um auch nochmal über die Struktur, über eine eher gemeinsame Tätigkeit zu sprechen? Das haben wir auf den Weg gebracht und wir haben darüber hinaus ein Alten- und Pflegegesetz geschaffen, auch parteiübergreifend mit Zustimmung aller, wo Angehörige eine wichtige Rolle spielen mit ihren Unterstützungsbedarfen, wo wir in niedrigschwellige Angebote investieren wollen und die Kommunen auch befähigen wollen zu investieren. Ich will es mal so umschreiben, wir haben es für die Kommune zur Pflichtaufgabe gemacht, vor allen Dingen Präventionspotenziale zu nutzen. Also zu gucken, was Frau Schmidt-Zadel gerade gesagt hat, wie schaffe ich es, dass Pflegebedarf vielleicht gar nicht eintritt oder dass Pflegebedarf wieder abnimmt, dass eine Pflegestufe auch mal zurückgeht. Denn eigentlich soll Pflege das Ziel verfolgen, dass Menschen wieder selbstständiger und vielleicht sogar ohne Unterstützung leben können. Das wird nicht in jedem Fall funktionieren, aber ich glaube, dass die Präventionspotenziale noch bei weitem nicht ausgenutzt sind. Da die Kommunen zu befähigen und die Kommunen insgesamt auch wieder mehr zur Steuerung ermächtigen, das ist ein Thema, was wir in dem Gesetz sehr stark verankert haben. Herr Landrat hat gesagt, das muss jetzt alles noch umgesetzt werden. Natürlich, das braucht auch selbstbewusste Kommunen. Das braucht Kommunen wie den Kreis Neuss, der mit dem silbernen Plan das Thema schon lange auf der Agenda hat, wie man heute sagt, das ist sicherlich nicht überall so in Nordrhein-Westfalen. Da werden wir viele mit auf den Weg noch nehmen müssen. Und wir werden
eines nicht, oder wir wollen eines nicht, wir wollen durch dieses Gesetz nicht einen Impuls schaffen, neue Pflegeheime zu bauen, sondern wir wollen einen Impuls schaffen, dass die Pflegeheime, ich bin sofort fertig, modernisiert werden, weil die Lebensqualität, glaube ich, heute in vielen Pflegeheimen nicht so schlecht ist, wie sie immer geredet wird. Aber wir haben auch da Anforderungen, Einzelzimmerquote und so weiter, wo wir noch viel Nachholbedarf haben. Das sind die Hausaufgaben, die wir versuchen jetzt in Nordrhein-Westfalen auch mit dem neuen Gesetz umzusetzen. Erstmal herzlichen Dank. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Lessmann. Ich denke, das, was Sie im Hinblick auf die Situation Nordrhein-Westfalen gesagt haben, lässt hoffen. Vor allen Dingen im Hinblick auf die Umsetzung und auch auf die Ausbildung von Pflegekräften. Da werden wir ja nachher von dem nächsten Redner noch etwas zuhören, der mir schon gesagt hat, dass er dann doch auch etwas mehr Zeit haben will. Ich bin ja bei Ihnen beiden etwas großzügig gewesen, muss ich das auch bei den beiden Nächsten so machen. Aber loben Sie mir nicht zu viel den Landrat hier, sonst wird er noch hochnäsig und sagt nachher, wir sind der beste Kreis in Nordrhein-Westfalen. Da müssen wir dann noch drüber diskutieren. Aber immerhin, es tut sich ja eine Menge hier. Und ich will noch mal den Zwischenrufern sagen, ich habe also viel Verständnis für Zwischenrufe. Ich habe das im Bundestag sehr häufig gemacht und bin auch gerügt worden. Aber wir sollten hier doch auch den Rednern die Chance lassen. Sie können ja nachher diskutieren. Das kann man im Bundestag nicht. Also insofern haben Sie noch eine Chance. Ich gebe jetzt dem Herrn Westerfellhaus das Wort, der ja für den Deutschen Pflegerat spricht. Wir sind uns bisher in Diskussionen noch nicht so oft begegnet. Bin ganz gespannt auf Ihren Vortrag und ich verspreche Ihnen, ich bin bei Ihnen auch bei 5 Minuten über der Zeit noch gnädig. Sie haben das Wort. Also wer dieses Versprechen kennt an mich, der weiß, wie das ausgebeutet und ausgenutzt wird. Ja, recht herzlichen Dank für die freundliche Einführung und ich muss vielleicht an einer Stelle etwas sagen. Ich bin nicht vorbereitet auf den Vortrag, sondern es wird ein Impuls, weil wir ja diesen Impuls ja nutzen wollen für die weitere Diskussion. Und der wird jetzt ein bisschen anders natürlich inhaltlich dargestellt sein, wie meine beiden Vorredner das gemacht haben, weil meine beiden Vorredner stammen aus der Parteipolitik und ich bin aus der Pflegeberufspolitik. Ich bin gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger, so heißt das heute, nachdem die Berufsbezeichnungen ja mal geändert wurden. Und der Deutsche Pflegerat ist die Bundesarbeitsgemeinschaft der Pflegeorganisation und des Hebammenwesens in Berlin. Sein Ehrenamt, was ich zusätzlich zu meiner Stelle als meiner Beschäftigung als Geschäftsführer einer großen Bildungsstätte in Nordrhein-Westfalen ausübe. Und das, was mich mit Karl-Josef Laumann verbindet, ist, dass wir in Berlin arbeiten, eine ganze Menge an Zeit verbringen und dass wir beide aus Westfalen kommen, er so ein bisschen mehr im Münsterland und ich aus der Gegend von Gütersloh-Reda-Wiedenbrück. Das eint uns und ich muss an einer Stelle zumindest mal vorab etwas sagen, die Entscheidung, den Patientenbeauftragten zu erweitern auf Pflegebeauftragten, war eine goldrichtige Entscheidung. Und das Zweite war, was goldrichtig war, diese Stelle auch mit Karl-Josef Laumann zu besetzen, weil das hat sich in den letzten Monaten und Jahren, in denen wir jetzt zusammenarbeiten, bestätigt. Aber wie gesagt, erst kommt das Lob und dann kommen die anderen Dinge, die noch offen sind, weil wir schon öfter zusammen aufgetreten sind. Weiß er, kennt er natürlich auch schon genau die Reihenfolge dabei. Ich sage an dieser Stelle, und da möchte ich meinen Impuls auch mit beginnen, Pflege, professionelle Pflege findet überall statt. Und zwar potenziell über das ganze Leben. Und das ist mir ganz wichtig, wir sind eine Berufsgruppe, Profession, fachlich Pflegender. Das kann anfangen bei der Kinderkrankenpflege, das kann weitergehen über die Krankenhäuser, über die Psychiatrie, über die Onkologie, die Intensivstationen, die Notfallaufnahme, die ambulanten Einrichtungen, die stationären Einrichtungen, natürlich die Altenpflegeeinrichtungen, die Palliativpflege und die Onkologie und so weiter und so fort. Meine Damen und Herren, und das machen wir mit 1,2 Millionen Kolleginnen und Kollegen jeden Tag. 7 Tage in der Woche, 24 Stunden am Tag und 364 Tage im Jahr. Und ich sage das an dieser Stelle so deutlich, dass eine Weiterführung der Versorgung dieses Systems ohne die Profession der professionell Pflegenden in Ergänzung mit anderen Berufsgruppen, aber auch mit der Unterstützung Ehrenamtlicher an anderen Nahtstellen und letztendlich auch mit Assistenzberufen undenkbar ist. Allerdings sollten sich die 1,2 Millionen Beschäftigten in der Pflege auch dieser Position denn dann bewusst sein. Denn ich glaube, nur wenn man nachhaltig und solidarisch dafür eintritt, für eine Profession, an die man glaubt, für die man sich hat ausbilden lassen, in der man trotz Rahmenbedingungen, die zweifelhaft sind, tagtäglich daran arbeitet, wenn man dann dafür auch noch eintritt
und das in Ehrenamt tut, wie hier auch die Organisation Pflege am Boden, ich denke, dann zeigt eigentlich allen, wie wichtig uns dieser Beruf ist und aus welchem Ethos und aus welcher Motivation wir in diesen Beruf gehen. Und das, was richtig ist, und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch sagen, wo ich absolut allergisch reagiere, ist dann, wenn man von außen versucht, diese Profession auseinander zu dividieren in Kinderkrankenschwestern, Krankenschwestern und Altenpflegende. Wir sind eine gemeinsame Profession und ich lasse nicht zu, dass das anders dargestellt wird. Und viele, viele gute Entscheidungen sind auf den Weg gebracht. Ich bin seit 7 Jahren Präsident des Deutschen Pflegerates, vorher war ich 6 Jahre Vizepräsident. Ich weiß auch, was Vorgängerregierungen denn dann gemacht haben und versprochen haben, und es stand alleine schon in den Koalitionsvereinbarungen verdammt wenig überhaupt zur Thematik Pflege drin. Und dieses Mal hat sich das wahrhaftig in vielen Bereichen geändert. Wir haben Dinge nachhaltig angepackt, es wurden die Stichworte genannt, Entbürokratisierung, ja, eine ganz wichtige Angelegenheit, aber Karl-Josef Laumann hat es eben schon mal angesprochen. Ich denke, wir müssen hier jetzt zwingend auch Fahrt aufnehmen, dass das, worauf jetzt auch alle wirklich warten, was nämlich denn dann auch Pflege bindet oder Energie bindet, die eigentlich den Patientinnen und Bewohnern denn dann zusteht, denn dann letztendlich zum Einsatz kommt. Wir haben ein Pflegestärkungsgesetz. Es ist absolut wichtig. Und wer diese Inhalte kennt, und ich habe hier Broschüren denn dann vorne in der Auslage gesehen, wenn Sie das studieren, kann ernsthaft auch von unserer Seite niemand sagen, dass das, was da drin steht, nicht eine gute Idee ist und die auf den Weg gebracht wird. Aber meine Damen und Herren, und das habe ich auch immer wieder Richtung Politik gesagt, Landespolitik und auch Bundespolitik, wenn jemand Pflegereform anpacken will, egal wo er das tut, dann muss er mindestens gleichrangig und eigentlich noch eher immer beantworten, mit wem will er das letztendlich tun. Denn wir sind letztendlich einem Jahr verschrieben, dass es tatsächlich geht. Es geht um die Versorgungssicherheit der Menschen in dieser Gesellschaft. Und die Demografie, die wir hier immer besprechen, die findet nicht nur bei den Betroffenen statt, sondern die findet auch bei unserem Nachwuchs statt. In den Berufsgruppen der Ärzteschaft, der Pflegenden und so weiter und so fort. Und wenn wir wissen, dass diese Leistungen immer mehr von uns erwartet werden, gemeinsam in den Professionen, und auf der anderen Seite immer mehr Menschen stehen, die das auch erwarten, dass das professionell dann umgesetzt wird, wenn die Menschen auch immer mehr Geld dafür bezahlen müssen, dass das dann diese Leistungen, wenn sie dann abgerufen werden müssen, auch erfolgen, dann müssen wir, glaube ich, zu inhaltlich ganz anderen Konzepten kommen und dann müssen wir Gesundheitsversorgung insgesamt neu denken. Und da reicht es nicht, wenn man einzelne Sektoren herausgreift und sagt, das ist an diesem oder jenem Bereich denn dann letztendlich umzusetzen. Das Pflegestärkungsgesetz 2 mit der Neudefinition des Pflegebedürftigkeitsbegriffs. Karl-Josef Laumann hat schon eine ganze Menge dazu gesagt. Na klar, wir wären schon gerne viel weiter, aber ich glaube schon auch daran, und es wäre fatal, nach den ganzen Hoffnungen, die auch in der Gesellschaft geweckt worden sind, wenn es in dieser Legislaturperiode nicht gelänge. Und der 1. Januar 2017 ist aus meiner Sicht ein bisschen spät. Wir wissen alle, dass dann Bundestagswahlen sind im Jahr 2017. Und wenn man möglicherweise auch mit mehr Geld agieren muss, was wir von den Menschen dann abverlangen, dann tut man sich möglicherweise in solchen Wahljahren schwer. Und wenn ich höre vom Minister Gröhe, dass die Entwicklung eigentlich und die Vorbereitung gut läuft, ich glaube, dann sollte man jetzt auch den Mut haben, die Umsetzung anzugehen und dann tatsächlich dann auch anzugreifen. Denn ich warne davor, immer diesen Anspruch zu haben, dass wir für die nächsten 20 Jahre alles fertig entwickelt haben müssen. Wir steigen ein in einen neuen Prozess, den es zu gestalten gibt, der sich im Laufe der Jahre, der nächsten Jahre weiter, denn dann verändern wird. Und es wurde ein paar Mal angesprochen, was muss ich dann als allererstes tun, damit die Erwartung und die Situation für die beruflich Pflegenden, die diesen Beruf ja nach wie vor gerne ausüben, denn dann ändern. Es gibt eine wissenschaftliche Untersuchung der Universität Bremen, die belegt, dass 70% der Berufsangehörigen im Bereich der Pflege diesen Beruf wieder neu und nochmal ergreifen würden, unter der Voraussetzung, dass sich die Rahmenbedingungen denn dann ändern und verbessern. Und wenn Sie dann einfach mal fragen, und wir haben das vor einem Jahr auf dem ersten Deutschen Pflegetag in Berlin getan, ein bisschen rudimentär, eine relativ kleine Gruppe befragt, wir haben das dieses Jahr mit der Gesellschaft für Konsumforschung aus Nürnberg sehr viel umfassender getan. Da kennen wir die Ergebnisse noch nicht, aber ich glaube, die werden genau sehr ähnlich denn dann sich gestalten. Das Erste, was sich professionell Pflegende dringend wünschen und erwarten von politisch Verantwortlichen, mehr Kolleginnen und Kollegen. Und dann kommen wir zu dem großen Bereich natürlich der Personalschlüssel. Und Herr Lessmann, wenn Sie sagen, naja, das kostet alles viel Geld, und wir wissen nicht, wo wir dieses Geld dann herbekommen, dann muss ich Ihnen sagen, es wird in diesem Bereich an so vielen Stellen
der Politik oder auch der Gesundheitspolitik über so viel Geld über Tag und Nacht entschieden, manchmal sehr sporadisch aus der Hüfte, wofür dann Geld ausgegeben wird. Ich glaube, hier wäre es sinnvoll, genau in die Versorgung der Menschen nachhaltig zu investieren. Und es geht nicht nur um immer mehr Geld im Gesundheitswesen, in dem verdammt viel Geld unterwegs ist, sondern es geht um hier auch die falsche Prioritätensetzung in vielen Bereichen. Das Geld in Bereichen versickert, wo es eigentlich dringend denn dann benötigt würde. Nichtsdestotrotz, unsere Forderungen nach Personalschlüsseln münden eigentlich daraus, dass wir gesagt haben, ohne diese Vorgaben geht es nicht. Und wenn Sie Tag ein, Tag aus oder auch nachts oder über Tag eine verbindliche, qualifizierte Versorgung haben wollen, dann können Sie das nur mit qualifiziertem, motiviertem Personal denn dann letztendlich tun. Und wenn Sie das, wenn ich das einmal mal sagen darf, auf den Krankenhausbereich denn dann mal reflektierend, dass wir in den letzten Jahren über 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Pflege in den Krankenhäusern verloren haben, weil die Krankenhäuser behauptet haben, sie haben kein Geld in ihrer Krankenhausfinanzierung über und als allererstes bei denen eingespart haben, die nämlich tagtäglich die Leistung in den Krankenhäusern erbringen. Und ich kann Ihnen sagen, ohne Pflege funktioniert ein Krankenhaus in Deutschland schon mal nicht. Das ist schon mal an dieser Stelle sicherlich ganz klar. Und wenn wir nach den dringend benötigten Pflegenden dann suchen, dann würde ich dem Einwurf eben schon mal zumindest in Teilen auch recht geben. Wir haben Menschen, die sind aus dem Beruf heraus gedrängt worden, weil wir sie nicht mehr bezahlt haben. Die sind ja irgendwo, die auch ins Ausland gegangen sind und sagen, wir würden wiederkommen, wenn sich die Rahmenbedingungen in Deutschland ändern. Meine Damen und Herren, wie viele Menschen haben wir in die Teilzeit verloren, weil Menschen keinen ganzen Tag mehr arbeiten können oder nicht mehr arbeiten wollen? Ich spreche nicht von denen, die sich bewusst dafür entschieden haben. Ich spreche von denen, die dorthin geschickt werden, weil manche Organisationen sich nicht in der Lage sehen, eine Vollzeitbeschäftigung denn dann anzubieten oder aber die Arbeitsorganisation nicht danach auszurichten, dass Menschen, junge Menschen, sich auch eine Karriere und eine Perspektive davon aufbauen können. Ich denke, das sind die Dinge. Und dazu gehört ganz bestimmt nicht, dass eine Krankenhausfinanzierungsreform beinhaltet 660 Millionen, ich hätte sie gerne, dann wenn wir es in unserem privaten Portemonnaie hätten, eine ganze Menge. Aber wenn Sie überlegen, 330 Millionen im ersten Jahr, 220 im zweiten und 110 im dritten Jahr, das wird bedeuten, auf die Krankenhäuser in Deutschland, lässt sich ganz Pi mal Daumen wunderbar ausrechnen, sind 1,4 Stellen pro Krankenhaus. Das merken wir nicht mal, dass das irgendetwas verbessert. Wir haben gesagt, unter 2,4 Milliarden, das entspricht nämlich den abgebauten 50.000 Stellen, bewegt sich denn hier an dieser Stelle denn dann gar nichts. Und es wurde mehrfach angesprochen, schon einmal Ausbildung. In die Ausbildung muss investiert werden. Das, was Herr Laumann gerade gesagt hat, das ist ein Skandal, dass immer noch Bundesländer Schulgeld verlangen. Ja, aber man muss auch sagen, der Skandal geht weiter. Wenn Sie eine qualifizierte Ausbildung anbieten und Sie haben eine Umlagefinanzierung, wo Sie 280 Euro als Ausbildungsstätte oder Altenpflege-Fachseminar pro Ausbildungsplatz bekommen, dann reicht das an dieser, Stelle auch nicht. Ich könnte dazu noch eine ganze Menge sagen, auch zur Ausbildung, denn wir haben junge Menschen, die wollen und die letztendlich auch können. Jeder muss einen Ausbildungsplatz haben. Pflegepolitik, meine Damen und Herren, ich weiß, was Karl-Josef Laumann gleich dazu sagt, aber ich sage es jetzt trotzdem wieder. Pflegepolitik muss einen ganz anderen Stellenwert haben und muss auf die Agenda genau da oben zur Chefsache gemacht werden, wie mit Menschen mit Karl-Josef Laumann, aber muss Umwelt- und Energiepolitik gleichgesetzt werden, denn es ist die thematische Herausforderung der Gesellschaft des diesjährigen Jahrzehnts. Und das andere, das können, wenn über Nacht Frau von der Leyen ein Bundeswehrattraktivitätssteigerungsgesetz auf den Weg bringen, dann sollte uns doch verdammt nochmal gelingen, dass wir etwas für unseren Bereich dann auch nochmal. Und jetzt, keine Sorge, ich komme wirklich zum Schluss, weil Herr Lessmann, an einer Stelle haben Sie mich schon ein bisschen unruhig gemacht. So nach dem Motto, wir tun schon eine ganze Menge. Und der Einwurf war übrigens richtig. Wir haben zwar mehr Ausbildungsplätze in Nordrhein-Westfalen, aber untersuchen Sie bitte mal, wie lange die in der Ausbildung bleiben, weil Sie schon in der Ausbildung merken, dass die Rahmenbedingungen, unter denen Sie ausgebildet werden, nicht erträglich sind. So, und immer schön der Reihe nach, alles zu analysieren nochmal und sorgfältig zu beachten. Analysen haben wir genug. Jetzt haben wir einen Umsetzungsbedarf und einen Umsetzungsdruck. Und das ist mein Appell, mit dem ich schließe. Ja. Vielen, vielen Dank, Herr Westerfellhaus. Sie merken, Sie haben ganz vielen der hier heute Anwesenden aus der Seele gesprochen und ich hoffe, dass wir zumindest auch, dass der heutige Tag bewirkt, dass wir einiges verändern können. Ich will eine Sache aufgreifen, das auch nochmal dem Herrn Laumann mit auf den Weg geben.
Sie sagen, die Pflege muss zur Chefsache gemacht werden. Genau das. Und das ist etwas, was mich stört. Es ist zurzeit nicht. Die Kanzlerin macht zurzeit eine Aktion Bürgergespräche. Herr Laumann, wissen Sie, ob Sie dabei auch, also ich habe mal gelesen, was sie alles macht, aber mir ist nichts aufgefallen, dass sie meinetwegen mit einer Alzheimer-Gesellschaft, mit Pflegebedürftigen oder mit Pflegekräften diskutiert. Vielleicht wäre das ja auch mal ein Punkt, dass man darauf aufmerksam machen könnte. Der Herr Wallrafen-Dreisow steht schon am Mikrofon, erwartet schon voller Spannung, dass er was zu dem Thema sagen kann. Aber ich will noch etwas sagen zur Finanzierung. Da habe ich mir schon viel Kritik eingehandelt, aber ich sage es trotzdem. Herr Laumann hat darauf hingewiesen, dass Norbert Blüm damals die Pflegeversicherung quasi durchgesetzt hat. Ich habe mit zu denen gehört, die sie mit durchgesetzt haben. Und ich habe kürzlich etwas gelesen von Norbert Blüm, was mich sehr gefreut hat, weil das für mich so ein Punkt war, wo ich eigentlich der Pflegeversicherung nicht zustimmen wollte. Wir haben den Fehler gemacht, dass wir eine private und eine Pflegeversicherung für alle haben. Und in dieser privaten Pflegeversicherung, ich will mal einen Betrag nennen, meine Damen und Herren, liegen Milliarden, 21 Milliarden auf der hohen Kante. Wenn wir die für die gesetzliche Pflegeversicherung für unser Land hätten, dann würden wir wunderbar alles finanzieren können. Ich denke, auch das muss eine politische Forderung sein, die ich immer wieder erhebe. Wir brauchen kein Geld aus der Pflegeversicherung, womit Schiffe auf den Meeren finanziert werden und nicht Pflegekräfte vor Ort. So, Herr Wallrafen-Dreisow, Sie haben das Wort. Wie könnte ich nach Ihnen noch reden, liebe Frau Schmitzer? Die Ehrfurcht gebietet mir anders. Nein, lieber Herr Schell, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank. Es ist wie im wirklichen Leben, die Altenpflege kommt zum Schluss. Ne? Das habe ich im Landtag auch schon gesagt. Nach 40 Vorrednerinnen und Rednern durfte Wallrafen dann auch noch 5 Minuten was sagen. Genau, und sagt hier heute eingangs auch nochmal als allererstes, Pflege, meine sehr geehrten Damen und Herren, geht auf dem Zahnfleisch. Gut, ich fange aber woanders an. Gleich können Sie Herrn Petrauschke noch vom Sitz hochheben sehen. Stellen Sie sich mal vor, seit 2 Jahren lebe ich auch noch im Kreis Neuss. Und auch noch im schönsten Ort, den es hier gibt. Ne? Ja klar, Herrenshof, wo sonst? Ne? Ja. Wo lebt er in? Gertrud. Gut, okay, also. Warum warte ich nicht? Weil wenn ich warten würde, wird ja gar nichts passieren. Ich denke, es tut ja viel. Ne? Auch die Initiative Pflege am Boden, deren Namen mir nicht gefällt, aber deren Inhalte, wenn Sie die lesen, alle total zugänglich sind und ich denke, dringend nötig sind. Wir tun ja alle viel jeden Tag und das ist ja ein Problem der Pflege, dass wir was tun und erst nachher überlegen. Ja? Weil wir helfen nicht nur gerne, sondern an der Stelle im wahrsten Sinne des Wortes dienen wir ja. Und gesellschaftlich, und das ist mit ja so ein zentrales Spannungsfeld, geht diese immer mehr globalisierende Welt in diesem Jugendwahn ja weg von dem sich auseinandersetzen mit Älterwerden und Alter, mit der Akzeptanz von Alter und auch mit der Wertschätzung von Alter. Und da sollten wir alle mal im Spiegel guckend eben bei uns selbst anfangen. Alter macht Angst. Und an der Stelle ist es ein Tabuthema. Und an der Stelle fällt es ja viel, weil Geld ist wichtig. Ne? Also wir gehen investieren. Und legen unser Geld auf Banken fest, es gibt Zinsen und von daher, wenn Banken Mist machen und pleite gehen, da geben wir Banken 8 Milliarden, wie nichts. So, und Pflege, warum soll ich Pflege was geben? Weil es ist ja ein Thema, macht Angst, ist nicht unser Lieblingsgeschäft. Am Ende reden wir, so und so viele 100.000 Menschen in der Pflege, am Ende über uns selbst. Und das ist ein Stück weit frustrierend und an der Stelle bin ich wirklich ein Stück weit ganz froh. Ich habe ja nicht gewartet, aber er ist gekommen. Der liebe Karl-Josef Laumann, weil, ob er jetzt das richtige Parteibuch hat, brauchen wir hier nicht zu diskutieren. In der Pflege gibt es für mich kein Parteibuch. Er ist aber ein Mensch und das kommt rüber, lieber Karl-Josef Laumann, und das macht nicht nur Mut, sondern das tut gut, dass endlich Pflege auch mal eine Stimme bekommt, auch wenn direkt dann die Gegenredung und die Finanzierung kommen. Aber ich glaube, dass du da vielen wirklich aus dem Herzen sprichst und das ist dann ganz gut. Und er spricht auch wichtige Punkte an, die auch kritisch uns gegenüber sind. Uns sind die Heimträger. Weil man muss ja auch unterscheiden zwischen den Menschen, die in der Pflege arbeiten und denen, die wie ich als Geschäftsführer eines kommunalen Pflegekonzerns das an einer ganz anderen Stelle zu verantworten haben. Vor 40 Jahren habe ich den Pflegeberuf erlernt, den Altenpflegeberuf. Und dafür habe ich damals 750 D-Mark bezahlt.
heute, zumindest bei uns, wir sind ein kommunales Unternehmen, wir zahlen Tariflohn allen Beschäftigten, da sind wir nicht nur stolz drauf, das ist meines Erachtens eine Grundvoraussetzung des Handelns, Tariflohn in der Pflege. Und heute bekommen unsere Auszubildenden im Durchschnitt 1.000 Euro und 28 Urlaubstage im Jahr. 1990, da bin ich Leiter des Amtes für Altenhilfe in Mönchengladbach geworden, da habe ich mich erstmals hingesetzt bei unseren mittlerweile 6-städtischen Altenheimen und 900 Beschäftigten, die ich verantworten darf. Und damals hat ein Heimplatz in der Pflegestufe 3 2.600 D-Mark gekostet. Heute in Pflegestufe 3 4.000 Euro. Mehr. Und dann sitze ich da manchmal. In richtigen Geld 8.000 Mark. Und dann sitze ich da manchmal, verdammt nochmal, Wallraffen. Was ist da, was machen wir mit? Sind wir zu doof zu führen? Kann ich mit Geld nicht umgehen? Versenken wir das irgendwo? Nein, meine Damen und Herren, 70% unserer Kosten sind Personalkosten. Und ich finde, wir müssen auch viel stärker dahin gucken bei den Trägern, die heute auf dem Markt sind, wo wird das Geld hin investiert, losgelöst von der Diskussion. Das war völlig entspannt bei der Veränderung der Pflegebedürftigkeit, eine Verdopplung des Personals verkraften würden. Ich glaube, da würden wir Kolleginnen und Kollegen, wenn wir menschenwürdig mit Demenz umgehen, wenn wir das, was heute an Expertenstandard existiert, ernst nehmen und auch wirklich umsetzen, dann täte uns einer Verdoppelung des Personals überhaupt nicht Not und keiner müsste Angst haben, wir würden Däumchen drehen oder Zigaretten rauchen oder irgend sowas, sondern ich glaube, dann könnte man eine menschenwürdige Pflege leisten. Nur dann wird das ganze Jahr 7.000 Euro oder wie viel kosten. Und das ist natürlich der Punkt, wo ich selbst dann auch ein Stück ängstlich zurückgehe und sage, verdammt nochmal, dann bricht ja alles zusammen. Also es ist nicht ganz so einfach, das muss man mal in aller Klarheit sagen. Und ich glaube, Dreh- und Angelpunkt ist, und da hat Karl-Josef Laumann angesetzt, ist, dass wir die Basis, die Menschen, die in dem Bereich arbeiten, eine andere gesellschaftliche Wertschätzung bekommen. Und zu einer Wertschätzung gehört nicht nur eine Tafel Schokolade oder ein Dankeschön, sondern der Ausgangspunkt ist wirklich ein Beruf, der eine vernünftige, faire Ausbildung hat, und die ist für mich persönlich gerne generalistisch, und die nach einer Ausbildung, die gleich ist, auch entlohnt, wenn Sie heute in einer zumindest, da kenne ich mich bestens aus, Altenpflegeausbildung unterwegs sind, dann haben Sie 4 unterschiedliche Vergütungen, völlig problemlos. 4 unterschiedliche Vergütungen, 4 unterschiedliche Urlaubstage, das kann doch eigentlich nicht wahr sein. So fangen Auszubildende an, und wenn die dann im Beruf sind, dann gibt es je nach Träger die unterschiedlichsten Vergütungen. Und auch das, denke ich, geht nicht, sondern bedarf einer klaren tariflichen Entlohnung. Und unter tariflicher Entlohnung habe ich nichts dagegen, TVÖD Plus. Nicht, dass wir uns da falsch verstehen, weil, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, Pflege ist immer noch ein Frauenberuf. Und an der Stelle ist die Pflege, das musste ich auch noch lernen, insgesamt, auch wenn wir kommunal Frauen und Männer gleich bezahlen, trotzdem niedriger bezahlt wie sogenannte Männerberufe. Also an der Stelle müssen wir uns gesellschaftlich diese Gedanken auch nochmal machen. Aber nochmal, und das fängt bei uns selbst an, dann müssen wir es auch bezahlen. Ich habe das meinen Kolleginnen und Kollegen mal kritisch gesagt. Es gab mal so eine BKK-Pflege oder irgend sowas ähnlich. Da ging da auch aus unserem Unternehmen von den klassischen gesetzlichen Krankenkassen alle hin. Ich sage, Leute, wenn ihr alle jetzt eine Kasse geht, die nicht mit mir Pflegesatzverhandlungen führt, dann dürft ihr euch nicht wundern, dass die Pflegekassen mir nicht so viel Geld geben können, wie wir brauchen. Also es ist schon eine etwas komplizierte Angelegenheit. Die muss aber die Menschen nicht kümmern. Und hier sitzen ja auch, so wie ich und noch ein bisschen älter werdende Menschen. Das muss nicht unser Thema sein. Älter werden am Ende des Berufslebens oder eben, wenn man schon in Rente ist. Da geht es einfach nur darum, wo habe ich Klarheit, wo habe ich Sicherheit und wo kann ich in meinem Quartier, in meinem Ort oder einer Stadt, in meinem Stadtteil, da älter werden, egal welcher Träger das ist. Und das macht vielen Menschen Angst. Das macht vielen Menschen Angst, und ich finde, da brauchen wir eine Klarheit, eine Transparenz und auch in irgendeiner Form eine Kontrolle. Und ich finde das ganz witzig. Ich habe 2006 in Berlin bei der Bundespressekonferenz die Veröffentlichung der Transparenzberichte gefordert und für unser Unternehmen gemacht. Ich habe die unangemeldeten
MDK und Heimaufsichtsbegehungen gegen den Widerstand vieler Heimträger gefordert. Sie wurden politisch umgesetzt und dann gucke ich heute, was ist draus geworden. Dann haben wir den Pflege-TÜV, da haben wir Pflegenoten, die sind alle super, so gut. Ich darf das ehrlich sagen, war ich nicht in der Schule, ja. Da stand keine Eins davor, da stand eine andere Zahl davon. Ich war aber auch faul. Und jetzt sagen wir, jetzt sagt die Regierung, jetzt schafft man Pflege-TÜV ab. Das finde ich so pauschal nicht gut. Die Noten, okay. Ja. Gut, schafft man die Noten ab. Was wir auf keinen Fall abschaffen dürfen, denke ich, ist eine Form der Kontrolle, wo Verbraucherinnen und Verbraucher eine Klarheit und eine Sicherheit bekommen, wo wir Heimträger, wo wir ambulante Dienste, wo wir Krankenhäuser, die vielleicht irgendwann auch mal sich in irgendeiner Form dran messen lassen müssen. Und das, und da werde ich nicht müde, dies zu sagen, dies beinhaltet auch die Analyse des Personals. Ganz banal. Wie viele Beschäftigte haben Sie laut Pflegesatz? Wo sind die Arbeitsverträge? Wo sind die Gehälter? Wenn wir da anfangen würden, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann wären wir schon viel, viel weiter. Weil eins, das kaufen Sie uns allen, die hier aus der Pflege sitzen, bitte ab. Allen. Es gibt ein paar Perverse, die gibt es überall, auch in anderen Branchen. Haben wir vor kurzem leider erlebt. Oder kranke Menschen, es gibt alles. Aber niemand pflegt gerne schlecht. Sondern wir pflegen gerne gut. Die Frage ist, welche Rahmenbedingungen lässt man uns? Und wenn wir den demografischen Wandel haben, und den haben wir ja, ja, dann brauchen wir doch ein Berufsbild in der Kranken- und Altenpflege. Das muss da attraktiv sein. Mhm. Wenn, als ich noch in der Altenpflegeausbildung war, vor mir heulende junge Mädels sitzen, die wollten Pflege lernen und der Vater sagt, werd doch lieber Friseuse. Also wenn das ein gesellschaftliches, bei aller Wertschätzung des Berufes der Friseurin, bitte nicht falsch verstehen, ja, aber dann dürfen wir uns natürlich auch nicht, wo sind die Aufstiegschancen? Wo sind Perspektiven? So, und das denke ich. Was sagst du? Vor 100 Jahren waren die Friseure noch Zahnärzte. Ja. Also Papier. Ja. Weitere 100 Jahre zurück wurden sie verbrannt als Hexen. Also, ne? Also auf Frauen zu hören ist nicht falsch. Die Wertschätzung und das heißt im Jahr 2015 auch die finanzielle Entlohnung. Und nochmal, das weiß ich, wenn wir unsere Befragung machen, der wesentlichste Punkt, und damit ende ich ja auch schon, weil es ist ja ein komplexes Thema, der wesentliche Punkt ist ja, dass wir uns als Team auch verstehen. Und wenn man heute 24 Stunden, die 364, 65 Tage im Jahr, 7 Tage in der Woche arbeitet, dann sehen wir uns ja kaum noch, ne? Gut, und dann haben sie hoffentlich frei und so. Ne? Wenn man, also eigentlich arbeiten wir jeden Tag. Nur wenn wir das tun und wenn wir das 24 Stunden personell gut abdecken, weil auch den Nachtdienst wollen wir nicht vergessen, gut abzudecken, dann sehen wir uns ja kaum noch. Also das Thema Vollzeit und Teilzeit ist ja nicht nur ein Thema böser Arbeitgeber, sondern wir haben zu wenig Personal, um die Zeit über Tag so abzudecken, dass ich überhaupt noch in der Lage bin, Übergaben oder Ähnliches zu machen. Also das erlebe ich selbst bei uns und ich behaupte, dass wir als Sozialholding nicht nur zigfach ausgezeichnet sind mit Preisen für gute Arbeit, sondern tatsächlich eine gute Arbeit machen. Aber das, was den Kolleginnen und Kollegen wirklich fehlt, immer mehr, und das war vor 30 Jahren anders, wir waren nicht mehr, aber aufgrund der anderen Pflegebedürftigkeit hatten wir andere Zeitressourcen, um miteinander zu kommunizieren, Überlegungen, Ängste, Unsicherheiten, Planungen miteinander abzustimmen. Und heute geht das nur noch über einen Computer und heute sehen wir uns dabei noch nicht mal mehr. Und das ist, Pflege ist ein Beruf von Menschen, für Menschen, mit Menschen. Und ich denke, da muss dringend etwas passieren. Und ich habe so ein paar, ähnlich wie mein Vorredner, versucht, ein paar Impulse zu geben, die man mit Ihnen in der Diskussion dann vielleicht nochmal vertiefen können, und darf mich zunächst dann für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Wallrafen-Dreisow. Vor allen Dingen Dank für Ihr Plädoyer für die Situation der Menschen, die pflegen. Sie kennen das aus Ihrer Erfahrung und ich kann dazu sagen, ich habe ja nun auch im Rheinland schon vieles gehört, auch im Hinblick auf Pflegeheime. Im Grunde haben Ihre Heime in Mönchengladbach, da wo Sie zuständig sind, einen guten Ruf. Ich hoffe, das bleibt so. Und ich denke, da kann man auch mal sehen, dass man es anders machen kann, wenn es denn gewollt ist. Dafür auch ganz herzlichen Dank. Bitte? Im gleichen
Im gleichen System und mit der gleichen Bezahlung, ganz genau. Also Bezahlung unter Umständen sogar besser. Und ich kann immer wieder nur sagen, Sie haben gesagt, Sie haben vor 30 Jahren Altenpflege gelernt. Ich will nicht ganz mein Alter verraten, aber viele Jahre vorher Krankenpflege gelernt. Und ich musste damals auch noch Geld mitbringen. Das war so, noch mehr. Das war so und das... ich habe den Beruf gerne gemacht, aber das war noch ein Unterschied. Und ich bin sehr dankbar, dafür habe ich ein politisches Leben lang bisher gekämpft, dass sich was verändert in dieser Situation. Und die mich kennen, die wissen, dass ich das auch in meiner Zeit als Abgeordnete getan habe. Und Herr Landrat, ich gucke Sie an, wir sind beide noch aktiv in der Landschaftsversammlung. Ich denke, auch da können wir Impulse geben in nächster Zeit, auch im Hinblick auf Veränderungen in diesem Bereich. So, jetzt, meine Damen und Herren, haben Sie das Wort. Der Herr Schell hat aber gesagt, dass von den Pflegekräften, die hier anwesend sind, die Pflege am Boden, einige nicht am Boden hier liegen wollten, sondern stehen wollten und noch ganz kurz etwas aus ihrer Sicht sagen wollen. Ich weiß nicht, wie viele es noch sind. Wir wollen auch noch Zeit haben zur Diskussion. Also, Sie können dann ganz, gebe ich Ihnen ganz kurz das Wort, wenn Sie sich vorstellen, bitte. Ich bin Seng Stefan, bin Pfleger seit 38 Jahren im Altenheim und mache die Aktion Pflege am Boden in NRW mit. An sich wollten wir der Politik heute ein Teilchen mitbringen, ein Windbeutel. Aber leider sind die heutzutage sehr gefüllt. Und wir haben bei der Gesundheitsreform eher das Gefühl, da ist nichts drin. Nichts für uns. Arbeitsbedingungen in der Altenpflege. 12-Tage-Woche, vielleicht 2 Tage frei, meistens nur einer. Wieder 12-Tage-Woche. Wechsel zwischen früh und spät. Es werden Arbeitszeitgesetze nicht eingehalten in der Pflege. Ich habe diese Frage letztes Jahr schon Herrn Gröhe gestellt. Wann wollen Sie die Arbeitszeitgesetze in der Pflege ändern? Da wird ständig gegen verstoßen. Im Grundgesetz steht einiges darüber. Die Politik stört das ein Mist, was da abläuft. Bitte versuchen Sie, die Arbeitszeitmodelle zu verändern. Ich habe gute Ideen, sprechen Sie mich an. Mein Name ist Christina Herbert. Ich arbeite seit 43 Jahren als Krankenschwester. Seit 2013 organisiere ich Pflege am Boden in Köln. Den Mitinitiator dieser Aktion ist übrigens im Saal. Hallo Michael Thomsen. Wir protestieren gegen den Pflegenotstand. Und seit dieser Zeit hat sich am Patientenbett nichts geändert. Es gibt und gab für Politiker, Verantwortliche und Interessierte alle erdenklichen Informationen rund um die Pflege. Zudem hunderte von Seiten Informationen von Herrn Schell. Es ist alles gesagt. Jetzt muss gehandelt werden. Das Pflegesystem ist reanimationspflichtig. Die Pflegekräfte hier im Saal und draußen an den Betten würden bei einem reanimationspflichtigen Patienten sofort mit der Reanimation beginnen. Sie überlegen nicht, wer das bezahlt und fragen nicht die Kollegen oder die Verwandten, Angehörige oder sonst jemanden. Sie beginnen sofort. Punkt, aus, Ende. Und das erwarte ich auch von Ihnen. Sorgen Sie sofort für ausreichend Personal und einen Mindestpersonalschlüssel. Nicht erst 2017 oder sogar 2018. Dann ist der Patient Pflege verstorben. Und fragen Sie mich nicht, wer das bezahlen soll. Das ist Ihr Job, das zu regeln. Handeln Sie jetzt. Sorgen Sie für mehr Pflegefachkräfte. Punkt. Aus. Ende. Danke. Ja, vielen Dank denjenigen. Ach so, Sie waren. Ich wollte noch was sagen, ja.
Mein Name ist Jens Engelmann, ich bin Vermieter einer Demenz-WG und ich möchte Sie fragen, Herr Laumann, warum werde ich doppelt geprüft? Einmal vom MDK und dann von der Heimaufsicht innerhalb von 2 Monaten. Des Weiteren möchte ich wissen, warum wird von der Krankenversicherung der eigene Dienst beauftragt, sich selbst zu überwachen? So etwas gibt es beim TÜV nicht. Okay, Sie haben vielen Dank nochmal. Sie haben gleich Fragen an Herrn Laumann gestellt. Ich will aber mal zum Verfahren sagen, ich denke, es werden hier viele Fragen gestellt. Ich will mal Fragen sammeln und würde Sie bitten, wenn Sie sich melden, bitte, jetzt erst antworten. Okay, Herr Laumann, ich gebe Ihnen das Wort, aber ich will noch etwas nachher zu den Fragen sagen. Melden, sagen Sie bitte, an wen Sie die Frage stellen. Das hilft ja doch besser in der Diskussion. Also, der medizinische Dienst kontrolliert einmal im Jahr eine Pflegeeinrichtung. Und ich glaube, dass eine Pflegeeinrichtung einmal im Jahr kontrolliert wird, unangemeldet, das ist nicht zu viel verlangt. Denn überall da, wo Menschen in einer Einrichtung leben, die sich selber nicht mehr wehren können, muss der Staat hingucken. Da, wo Menschen selbstbestimmt im besten Alter leben, gucken wir nicht hin. Aber wir gucken in Kinderheimen hin, zu Recht. Und wir müssen auch in diesen Einrichtungen gucken. So, jetzt gibt es die Heimaufsicht. Die ist eigentlich zuständig, von ihrer Aufgabe her, die Strukturqualität der Einrichtungen zu prüfen. Und der medizinische Dienst müsste eigentlich von seiner Aufgabe her die Pflegequalität prüfen. So, jetzt sind wir wieder ein föderal aufgestelltes Land, damit will ich nicht langweilen. Aber wenn es nach mir geht, würde ich im Pflegestärkungsgesetz 2 auch festlegen, dass der MDK eben nur Pflegequalität prüfen soll und sich nicht mehr mit der Strukturqualität aufhalten darf. Ja, so, die Dokumentation gehen wir ja ran, das kennen Sie ja, nicht? So, das machen wir ja auch eine ganze Menge. Ich kann aus der Bundesebene heraus nichts zu den Heimaufsichten sagen, weil ich kein Recht über Heimaufsichten habe. Null. Es liegt ausschließlich beim Land Nordrhein-Westfalen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen nach meiner Meinung das große Glück, dass bei uns die Heimaufsicht nach Weisung des Landes ist. Das habe ich damals durchgesetzt, wo ich Minister war. Damit kann das Land Heimaufsicht steuern, aber da muss er auch steuern. Das ist schon wichtig. Ich finde, wenn ich es zu sagen hätte, würde ich sagen, MDK, Pflegequalität, Heimaufsicht, Strukturqualität, da wäre das Thema Doppelprüfung weg. Zweiter Punkt, warum ist der MDK bei den Pflegekassen oder Krankenkassen? Jetzt will ich gar nicht erklären, dass der in diesen Krankenkassen relativ unabhängig aufgestellt ist. Das glaubt mir sowieso keiner. Und deswegen würde ich es auch gar nicht versuchen. Nö, ich bin ja auch jeden Tag unterwegs und weiß, was geht und was nicht geht. Solange das Ding bei den Krankenkassen ist, werden die Leute sagen, das ist der Prüfdienst der Pflegekassen. Wobei, wenn sie das System genau kennen würden, sind die wirklich völlig abgekoppelt von der Geschäftsführung der Krankenkassen. Völlig abgekoppelt. Aber es glaubt uns sowieso keiner. Deswegen ist sowieso ein mittelfristiges Ziel, was ich habe, sage ich Ihnen ganz offen, dass ich der Meinung bin, dass man den MDK auch anders organisieren könnte wie bei den Krankenkassen. Damit man aus diesem Geruch rauskommt, der Kostenträger prüft selber. Man konnte eine Stiftung einrichten und sagen, das wird über eine Stiftung organisiert. Aber jetzt ist es auch wieder so, zurzeit brauche ich den MDK für die Durchsetzung und Umsetzung des Pflegebedürftigkeitsbegriffes. Und dann machen Sie mal eins, das ist eine Großorganisation mit zigtausenden von Beschäftigten. Dann, wenn Sie es dringend brauchen, tausende von Menschen neu begutachtet werden müssen, dann machen Sie auch nochmal eine Organisationsstruktur gleichzeitig. Dann kann ich Ihnen nur sagen, dann wächst mir 2017 alles über die Ohren. Ja, mag sein. Aber wissen Sie, ich muss schon ein bisschen darauf achten, dass diese gewaltige Reform, die wir machen, auch funktioniert. Nicht nur. Es ist ja auch so, das will ich doch gar nicht drum zureden, dass das Einführen einer solchen gewaltigen Reform wenige Monate vor einer Bundestagswahl ein hochrisikobehaftetes Unternehmen ist. Ja, weil es einfach so ist. Ja, deswegen machen wir es ja auch. Ich finde, nach der Bundestagswahl ist noch schlimmer, was uns da keiner glaubt. Also machen wir es vorher. So, also diese Geschichte ist damit aus meiner Sicht einfach mal beantwortet. So, dass jetzt im Heim noch ganz viele andere Prüfdienste kommen, dass da eine Gewerbeaufsicht kommt. Ja, aber eben hat schon jemand hier beklagt, die Arbeitszeiten werden nicht eingehalten. Also wenn bestehende Gesetze nicht eingehalten sind, das ist nicht, dass ich die Gesetze verschärfe, sondern müssen wir erstmal die bestehenden Gesetze so kontrollieren, dass sie eingehalten werden. Und dafür braucht man zum Beispiel bei Arbeitszeiten die Gewerbeaufsicht.
Die ist nicht dafür zuständig, das Einhalten des Arbeitszeitgesetzes in diesem Land zu kontrollieren. Oder überall Betriebsräte. Ja. Ja, auch gut. Auch. In jeder Belegschaft hat jeder Arbeitnehmer, wo mehr wie 5 Mitarbeiter sind, das Recht, einen Betriebsrat zu gründen. So. So. Also, ich wollte nur sagen. Okay, bitte? Sie haben die Chance, jetzt noch Fragen zu stellen. Jetzt machen Sie doch nicht noch weniger Kontrollen. Also, der Herr Lessmann wollte sich noch zu Wort melden, aber ich will noch mal etwas zur Heimaufsicht sagen, wo man vielleicht doch mal drüber diskutieren muss. Ich will dem Herrn Wallrafen Dreiso nicht zu nahe treten, aber die Heimaufsicht ist bei der gleichen Behörde, die Träger der Heime sind. Und ob das immer in Ordnung ist, weiß ich auch nicht, ob man nicht vielleicht die Heimaufsicht bei der Bezirksregierung oder bei einer Stelle ansiedelt, die weniger... ja gut, kann man nee sagen, aber ich denke schon, da habe ich auch in der Vergangenheit schon für gestritten, dass man da vielleicht auch was verändert. Aber Herr Lessmann, Sie haben das Wort. Also erstens hat Herr Laumann ja gesagt, Herr Lessmann, passt jetzt auf, dass die Heimaufsichten nur noch gut arbeiten, weil Herr Lessmann das Weisungsrecht hat über die Heimaufsichten, was sehr seltsam immer noch ist für Herrn Lessmann, weil er damals, als er das eingeführt hat, noch beim Landkreistag war und vehement gegen dieses Weisungsrecht gekämpft hat. Und jetzt sitze ich hier und habe es. Aber ich glaube, auch mit dem Weisungsrecht, ganz zentral, was ist eben gesagt worden, Pflege ist eine Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge. Und was wir einfach machen müssen, ist, wir müssen den Kommunen dann auch bitte zutrauen, dass sie für ihre Bürgerinnen und Bürger diese Aufgabe wahrnehmen. Und da bin ich dann etwas anderer Meinung als Sie, Frau Schmidt-Zadel. Erstens haben wir gar nicht mehr so viele kommunale Träger in Nordrhein-Westfalen, die Pflegeheime haben. Das ist die verschwindende Minderheit. Aber warum gerade bei diesem Bereich dann immer das Misstrauen da ist, dass eine Kommune als demokratisch legitimierte Institution ihrer Bürgerinnen und Bürger die Aufgabe der Aufsicht da nicht wahrnimmt, kann ich im Pflegebereich nicht nachvollziehen. Wir sitzen alle in Schulgebäuden, in Rathäusern, überall, wo die Bauaufsicht auch eine kommunale Behörde ist. Fühlen Sie sich in einem kommunalen Rathaus unsicherer, weil Sie denken, die Decke kracht ein, weil bestimmt die kommunale Bauaufsicht nicht richtig hingeguckt hat? Da vertrauen wir doch auch auf die Kommune. Also ich meine... Natürlich müssen die Kommunen die Aufgabe ordnungsgemäß objektiv wahrnehmen, aber wenn wir selbst den Kommunen als öffentlichen Institutionen nicht mehr vertrauen, dass sie das auch so machen, dann fällt mir ehrlich gesagt kaum noch jemand ein, dem wir eine Kontrollaufgabe noch wirklich geben können. Also ich meine, wir müssen auch mal wieder mehr über Vertrauen reden. Das, was ich aber eigentlich sagen wollte, ich wollte ja gar nicht auf Sie eingehen. Ein Wort noch zu der Frage der Aufsicht. Ich würde schon sehr dafür plädieren, das, was Sie gesagt haben, Herr Laumann, die Abgrenzung Pflegequalität und Strukturqualität ist eine Möglichkeit. Nach allen Erfahrungen ist das sehr schwierig, weil jede Institution guckt dann auch hier ein bisschen nach links und nach rechts über ihren Zuständigkeitsbereich hinweg und dann ist dann eben doch nicht jedes Mal einer dabei, der das dann unterbindet. Ich würde schon gerne nochmal drüber nachdenken, ob man nicht zumindest versuchen kann, dass die Kommunen und die Pflegekassen oder die MDKs oder wer auch immer das Ganze zu einer einheitlichen Prüfung zusammenbinden, die dann für beides zuständig ist. Ich würde diese Prüfung nicht überlasten. Ich würde sagen, die können nicht noch gleichzeitig die Aufgaben des Gesundheitsamtes, des Gewerbeamtes und so weiter mitmachen, weil dann brauchen sie Prüfer und Prüferinnen, die alle Rechtsgebiete komplett können. Das kann keiner mehr leisten. Dann kommt da ein ganzer Bus von Prüferinnen und Prüfer vor die Einrichtung gefahren. Ich glaube, das will auch keiner. Aber ich würde schon eigentlich gerne versuchen, ob man das nicht vereinheitlichen kann. Okay, ich denke, wir können ja auch mal geteilter Meinung sein. Also überzeugt haben Sie mich nicht, aber da können wir nochmal drüber diskutieren. Okay, da sind jetzt Wortmeldungen. Bitte schön. Sie bitte sagen, an wen Sie die Frage stellen. Ja, mein Name ist Werner Kollmitz. Ich habe eine Frage an Herrn Laumann. Herr Laumann, die meisten Personalschlüssel in der stationären Pflege in den Ländern sind so alt wie die Pflegeversicherung selbst. Und dies bei heute ganz anderem Pflegebedarf. Ich sage Demenzzunahme, Mehrfacherkrankungen, die Zivildienstleistenden fehlen uns, die eine gute Entlastung waren. Gefordert hier sind Änderungen, für Änderungen zu sorgen. Dafür sind die Pflegekassen, die Sozialhilfeträger und die Leistungserbringer als gemeinsame Verhandlungspartner zuständig. Richtig. Wissen Sie, wer das gesagt hat? Herr Laumann auf dem Hofstadt-Kongress in Berlin. So, Herr Laumann, ich denke mal, Sie haben die Situation erkannt, dass die Rahmenbedingungen schlecht sind, aber es schiebt einer der anderen die Verantwortung zu. Die Trägerverbände sagen, die Politik muss machen
und die Politik sagt, die Pflegeselbstverwaltung, die Trägerverbände. Warum sagen Sie nicht deutlich, wir sind nicht dafür zuständig? Liebe Trägerverbände, verhandelt mit den Pflegekassen und Sozialhilfeträgern für eine menschenwürdige Pflege. Wenn das nicht geschieht, geht uns in Zukunft die Pflege aus bei den schlechten Rahmenbedingungen. Danke. Danke. Okay, also ich würde aber darum bitten, jetzt auch Fragen zu stellen und wir wollen noch ein bisschen sammeln. Die Sache ist jetzt ja in Nordrhein-Westfalen angestoßen, dass genau diese Verhandlungen stattfinden. Ja. Wann seid ihr damit angefangen? Ich glaube so vor einem halben Jahr, ne? So, wir haben auf jeden Fall, Fall die Situation zurzeit, dass wir 4-5 Länder haben mit relativ neuen Pflegeschlüsseln, das heißt es klappt, dass wir aber auch ganze Länder haben, die sich um roten Däubel nicht kümmern. Und das ist natürlich auch Aufgabe von Landespolitik. Denn Sie müssen eins sehen, die Sozialhilfe ist kommunal verfasst. Ist ja ein wichtiger Kostenträger in der Pflege. Die hat ihre Vertretung durchs Land. Es geht gar nicht auf der Bundesebene. Und die Schlüssel sind ja auch von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich bei der Sozialhilfe. Und wir sind nun mal ein föderales Land. Ich kann über den Bund das SGB 11 steuern oder über die Mehrheit im Bundestag, wenn man ehrlich ist, das SGB 11 steuern. Die Regierung kann gar nichts. Sie kann Vorschläge machen. Der Bundestag kann über das SGB 11 steuern. Wir können aber nicht über diese Fragen steuern. Da haben wir schlicht und ergreifend keine Gesetzgebungskompetenz. So, und jetzt müssen das einfach mal auch in Nordrhein-Westfalen Druck gemacht werden, dass jetzt nicht man seit 2 Jahren gelegentlich mal zusammenkommt, sondern dass auch so langsam an diese ganze Geschichte mal ein bisschen Fleisch rein muss. Und da gibt es ein Datum. Auch die, die da zusammensitzen, wissen, dass der Pflegebedürftigkeitsbegriff 2017 neu wird. Und ich noch einmal, ich kann mir den jetzigen Pflegebedürftigkeitsbegriff mit dem jetzigen Personalschlüssel in Nordrhein-Westfalen nicht vorstellen, dass die Umsetzung in irgendeiner Art und Weise funktioniert. Natürlich wird der Pflegebedürftigkeitsbegriff, weil die Leute anders eingestuft werden, auch mehr Personal bedeuten. Wir haben ja heute, sagen wir mal, in der Pflegestufe 3 auch mehr Personal wie in der Pflegestufe 1 im heutigen Schlüssel. Aber er muss einfach den Zeitaufwand angepasst werden. Wir werden mit dem Gesetz zur Palliativpflege und Palliativversorgung nochmal versuchen, dass wir auch für die Heime etwas über die Palliativpflege auch schaffen, für die Finalpflege, wie wir das so nennen, also für den Sterbeprozess auch in den Heimen. Und das habe ich auch noch nicht voneinander. Denn ich meine, es kann nicht sein, dass wir auf der einen Seite Hospiz und Sterben Deluxe in Hospizen, Entschuldigung, ich habe das ja nicht so gemeint, aber mit einem ganz anderen Personalschlüssel ausstatten. Und da, wo die meisten Leute in Deutschland sterben, 40% unserer Menschen, die sterben, sterben in einer stationären Pflegeeinrichtung. 40% der Menschen, die in Deutschland sterben, sterben nicht im Krankenhaus, nicht zu Hause, nicht im Hospiz, sondern in einer stationären Pflegeeinrichtung. Ja, so deswegen muss man auch, wenn man diese Frage angeht, müssen wir auch die stationären Pflegeeinrichtungen dort sehr aus meiner Sicht im Blick haben. Und nicht wieder sagen, das gehört zur Aktivierung, also zu der Pflege, wie Pflegeeinrichtungen sie machen müssen, immer schon alles dazu. Wie sollen Sie das denn machen, wenn... Ich meine, Sie haben eben so gelacht, wo jemand gesagt hat, dass die heute nicht mehr so lange in den Heimen sind. Ich kann Ihnen die Zahlen nennen. Wir haben 50% der Menschen nach 6 Monaten Aufenthalt verstorben. Das heißt, dadurch, dass wir ambulant vor stationär so stark geworden sind, wie wir sind, ist doch ganz logisch, dass der Prozess für viele Menschen dann, wenn sie in eine stationäre Pflegeeinrichtung gehen, dass das, ja, ich sag mal, dann in einem sehr fortgeschrittenen Pflegestadium passiert, wo man auch manchmal nicht mehr ganz so weit vom Tod weg ist. Herr Laumann, da sind noch viele Fragen. Ich will Sie nicht unterbrechen, aber der Herr Schell steht schon da und winkt mit dem Mikrofon. Bitte schön. Herr Bonatz ist mein Name. Und ich hätte noch ein Ding, was der Westerfellhaus auch sicher gut mitbeurteilen kann, weil er ja auch Geschäftsführer ist für praktisch eine schulische Einrichtung oder wie Sie es auch immer nennen möchten. Ich habe vorige Tage habe ich einen Anruf gekriegt, ich bin mittlerweile Rentner. Ich war 30 Jahre im Marienhaus in Essen beschäftigt und da kennen wir uns zum Teil auch eben. Und jetzt rief mich eine Leitung an und sagte, können Sie nicht mal Coaching machen für 3 oder 4 Schüler im anderthalbten Lehrjahr, also zwischen dem 1. und 2. Coaching zu einem bestimmten Thema? Habe ich gesagt, mache ich. Bin ich da mal hingefahren und dann, als wir durch waren mit dem Thema, habe ich mal gefragt, wo sind Sie denn? Ja, ich bin in der und der Einrichtung, kannte ich alle 4 Einrichtungen.
da waren 102 Bewohner, 51 im Parterre und 51 im ersten Stock. Und der Lehrling im anderthalben, der Auszubildende im anderthalben Lehrjahr, der erzählte mir dann bei den 51 morgens, bei den Bewohnern nach der durchlebten Nacht, jetzt könnte man raten, aber da kommen Sie nie drauf, wie viele Mitarbeiter für die 51 alten Menschen nach einer durchlebten Nacht. Also eine Examinierte, eine Teilexaminierte, also eine Krankenpflege- oder Altenpflegehelferin und er als Auszubildender. Damit Sie sich mal auch eine Situation vorstellen können, doch, das ist, und das ist im Grunde genommen, ich sage Ihnen das ganz offen, ein Trauerspiel. Und jetzt noch, wenn ich noch eins dazu sagen darf, ich habe jahrelang die Schüler unterrichtet, Wirtschaft für Anfänger habe ich das immer genannt, ne? Wirtschaft für Anfänger. Die Schüler in den Altenpflegeseminaren habe ich unterrichtet. Da haben mir von 24 im dritten Lehrjahr, die vor dem dritten Lehrjahr vor der Beendigung standen, haben mir gesagt, wenigstens die Hälfte, überall werde ich arbeiten, nur nicht in dem Beruf. Und dann habe ich gefragt, warum denn? Weil sie die Erfahrung gemacht haben mit der Not in den Einrichtungen. Und die Schüler werden dort missbraucht und müssen morgens in der Ausbildungsphase, wenn sie im Altenpflegeseminar sind, müssen sie 10 bis 15 alte Menschen versorgen. Und das ist für einen Auszubildenden nicht möglich. Bei uns war es so, da ist die examinierte Kraft, ganz kurz, dann bin ich fertig, die examinierte Kraft hingegangen mit dem Auszubildenden und hat den mitgenommen und hat den Bewohner zusammen betreut. Und heute ist es ganz, ganz anders. Es ist eine Katastrophe, eine Riesenkatastrophe. Und das nach 30 Jahren. Ich reiche mal eben weiter. Ja, aber hier. Ja, ich will ja mal sammeln. Ne? Mein Name ist Günther Schröder. Ich bin Kollege von Herrn Bonatz. Wir zusammen verkörpern 55 Jahre Erfahrung in der stationären Altenpflege. Nur um das mal zu sagen, ich bin auch seit Januar Rentner. Ein Thema, was bei Herrn Lessmann auch war, war das Thema Ausbildung, bei anderen aber auch. Dazu kann ich nur sagen, wir sind in den sogenannten Pflegesatzverhandlungen, das sind Nötigungsveranstaltungen in meinem Sinne, die habe ich 25 Jahre lang mitgemacht, genötigt wird man von den Verhandlungspartnern, die am Gegenüber sitzen, nämlich das sind die Landschaftsverbände in Nordrhein-Westfalen und die Pflegekassen. Und da haben sie als einzelnes Haus bei den langjährig erprobte Leuten kaum eine Chance. Wir machen das mittlerweile seit 4 Jahren mit Anwesenheit eines Rechtsanwalts. Damit hat sich zumindest der optische Ton ein wenig verändert. Aber die Verhandlungen, die dahingehen, gehen um Pflegesätze. Und da ist der Ursprung. Pflegesätze heißt auch, der MDK ist im Spiel. Ich kann nur Herrn Laumann bestätigen, und wir haben uns schon öfter getroffen und das gesagt, und ich unterstütze das auch bis zum geht nicht mehr, dass wirklich die Pflegenoten aufgehoben werden, weil kein Mensch diesen Quatsch braucht. Keiner. Ich mache selbst die Einstellung oder nehme die Neuaufnahmen an, spreche mit den Angehörigen. Niemand fragt dort irgendwann nach irgendeiner Note. Die ist Quatsch. Das sind etwa 115 Millionen, die jedes Jahr irgendwo vor die Tür geworfen werden. Das ist Geld, was der Pflegekasse entzogen wird. Und das Thema Ausbildung, um das zu sagen, hängt auch damit zusammen, in den Pflegesatzverhandlungen wurde man in der Vergangenheit immer ganz massiv gedrückt, wenn man ausbilden wollte. Nach dem Motto, das geht doch nicht, das kostet ja mehr Geld. Jetzt ist dann ein altes Umlageverfahren, was es vor 12 Jahren schon mal gab, was dann eingestellt worden ist, wieder aufgelebt worden. Und plötzlich geht das, der Bewohner 2,85 und 3,25 pro Tag mehr bezahlt. Das spielt dann keine Rolle mehr. Und es geht auch auf Kosten der Liquidität der Heime, die in gewisser Weise diese Ausbildungsplätze vorfinanzieren müssen. Immer wieder quartalsweise von Quartal zu Quartal. Auch das ist der Punkt. Darf ich Sie unterbrechen? Hier war noch eine Wortmeldung. Es haben sich noch ganz viele gemeldet und es sind einige, die hier antworten wollen. Bitte. Ja, nur noch eine Wortmeldung, Herr Wahlraffenthal. Also dann, der Herr hier hat sich schon ganz lange gemeldet. Vielen Dank. Dürfen Sie antworten. Mein Name ist Reinhard Leopold, ich bin aus Bremen von der unabhängigen Selbsthilfeinitiative für Angehörige und Pflegebedürftige. Ich kümmere mich seit 2002 um diesen Bereich, weil ich viele Jahre meine Eltern selber im Pflegeheim begleitet habe. Das heißt, das, was wir dort in den Pflegeheimen erlebt haben, hat mich zunächst erstmal unheimlich erschüttert. Und das, was man eigentlich dort erlebt, schiebt man zunächst erstmal den Pflegekräften in die Schuhe, weil man die als direkte Verantwortliche für die Pflegemisere dann im Auge hat. Dass das nicht so ist, habe ich eine Reihe später eigentlich erst begriffen. Letztendlich ist es so, ich möchte ganz gerne Ihnen gegenüber 3 wesentliche Erlebnisse noch mal eben kurz schildern. Eine Bekannte von mir ist
Altenpflege-Expertin sozusagen, ist ausgebildete Altenpflegerin, hat dann Kinder gekriegt, hat geheiratet, aus dem Beruf ist ausgeschieden, ungefähr 20 Jahre jetzt. Sie hat zwischenzeitlich ihre Eltern versorgt, erst den Vater, dann die Mutter. Sie möchte jetzt wieder in die Pflege hinein und sie hat sich beim DRK beworben. Das DRK hat sie auch genommen. Sie hat am 1.4. dort angefangen zu arbeiten. Und schätzen Sie mal, wie lange die durchgehalten hat. Nein, ich sage Ihnen 2 Tage. Wissen Sie auch warum? Sie ist auf einer als examinierte Altenpflegerin, die über 20 Jahre lang im Prinzip eigentlich nichts anderes gemacht hat als Hausfrau gespielt, ist die in die Altenpflege gegangen, hat also, ich sag mal, eine gewisse Grunderfahrung, ja, aber das, was in der heutigen Pflege gebraucht wird, angefangen von der Dokumentation im EDV-System und so weiter, da hat die von Tut und Blasen keine Ahnung. Ich sag das mal so drastisch. Die ist als examinierte Pflegekraft eingesetzt, eingeteilt worden auf einer geschlossenen Demenzabteilung. Geschlossene Demenzabteilung mit 35 Leuten, die schwerstdement sind. Die hatte eine Pflegehilfskraft dabei und eine Praktikantin. Die Medikation ist gegeben worden von der Pflegehilfskraft und die ist völlig fertig gewesen. Die hat mich angerufen, die hat gesagt, Reinhard, ich kann das also gar nicht. Also ich erlebe hier schon, dass etwas... Ich bin völlig, völlig daneben. Und unruhig wird. Ich möchte eine zweite Sache noch eben loswerden. Der Personalschluss ist ein anderer. Ja. Ja, aber er wird regelmäßig gebrochen, ja, gut, Herr Laumann, und das entgeht der Politik. Das entgeht der Politik, nein, das nimmt die nicht, Politik, das bekommt die Politik leider nicht mit. Entschuldigung. Da, Herr Waldraffen-Dreisohn, Herr Westernfeld, wir müssen ja früh weggehen. Ich will Ihnen gerne nochmal das Wort mit meinem geben. Mein Freund Klaus Fußjeck, liebe Kolleginnen und Kollegen, alles, was Sie sagen, ist richtig. Nur Sie können sich da bei allem Respekt heute einen Arbeitgeber aussuchen. Das ist, was ich nicht verstehe. Dass Einrichtungen, die Tariflohn zahlen, die Betriebsräte haben, wo die Betriebsräte die Dienstpläne kontrollieren und überprüfen. Ich klage nicht, dass wir zu wenig Personal haben. Kollege aus Essen, wir kennen uns lange genug, also das ist doch nicht meine Personalbesetzung. Da bin ich doch in Sumheim einen Tag, dann gehe ich weg, Leute. Ja, da wechsle ich einen Träger. Es gibt doch gute Heime, die sind doch interessiert. Wir haben bei uns in Mönchengladbach einen Heimträger gehabt. Und das hat mit den Personalschlüssen der Nordrhein-Westfalen gilt. Nichts zu tun, was Sie gesagt haben. Nee. So, und da kann ich doch als Mitarbeiter auch sagen, hier bleibe ich nicht. Wenn dieses Heim nicht passt, gehe ich zum nächsten. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ja. Nein, der Herr... Okay, da gebe ich Ihnen recht, da gebe ich Ihnen recht. Entschuldigung, völlig korrekt. Ja. Ich gebe Ihnen recht, Entschuldigung, ich ziehe das bezogen auf den ländlichen Raum ausdrücklich Quatsch. Zurück, haben Sie völlig recht. Doch, wenn ich in Vossenack bin, da gibt es nur ein Heim von der Caritas und wenn ich nicht aus meiner Region weg will, habe ich ein Problem. Aber das sind, okay, anderes Thema. Nochmal, wir haben... Das nächste Dorf, da ist ein anderer Träger. Ja, wenn es das Heim gibt. Gut, so zum nächsten Punkt, den ich noch kurz... Pflegesätze war ein Thema. Wir haben, und das muss man mal in aller Klarheit sagen, so viel zu Pflegekassen, Landschaftsverband, es gibt Bundesarbeitsgerichtsurteile, mittlerweile zu tariflichen Entlohnungen. Wir haben in Mönchengladbach als Sozialholding vor 1,5 Jahren 180 Frauen aus der Service GmbH, weil endlich Tariflohn vergütet werden muss, in die Altenheime GmbH umgewidmet mit tariflicher Entlohnung, mit Zusatzversorgungskasse. Das kostet uns 1,5 Millionen Euro mehr, die Kassen uns zahlen. Und wir haben bis heute nicht die höchsten Pflegesätze in Mönchengladbach. Diese Wirklichkeit muss man bitte auch mal beschreiben. Die spricht doch für die Kolleginnen und Kollegen, wenn sie gut entlohnt sind, wenn sie fair behandelt werden, wenn eine Mitbestimmung ist, dass Dinge funktionieren. So, letzter Punkt und dann höre ich gerne für heute Abend auf. Das ist natürlich eine Grundkrankheit, die haben wir am Anfang schon mal angesprochen, die Pflegeeinstufung. Wir sind ein Staat, in dem wirst du belohnt, wenn du dich um die Alten nicht kümmerst. Dann werden sie höher eingestuft und wenn du sie aktivierst, wirst du bestraft, wenn es schlechter wird. Also wir haben hier kein Anreizsystem. Wir haben hier kein Anreizsystem, das natürlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, dokumentiert sein muss und gelebt werden muss und kontrolliert werden muss vom MDK, dass wirklich die
Prozess- und Ergebnisqualität eine solche ist, dass ich belegen kann, dass ich mich um den Menschen kümmere, damit er eben nicht so desorientiert ist und nicht so immobil ist. Das ist ein Thema. Aber wir geben bei uns 0,4% für soziale Rehabilitation aus und Sie wissen, wie viel Prozent für Pharmakologie. Also an der Stelle sind das die Kernprobleme, die wir haben. Okay, ja, finde ich. Ja, war eine sehr gute Feststellung nochmal zu den aufgeworfenen Fragen und ich denke, Sie haben recht, man muss dann auch selbst aktiv werden, das ist ja das, was Sie machen. Aber jetzt hatten Sie noch eine Frage, Herr Schell, an den Herrn Mr. Felder. Ich wollte eigentlich, weil wir schon auf berufliche Zeiten verwiesen haben, sagen, dass ich über 40 Jahre in Krankenpflegeschulen Unterricht gemacht habe und mein Herz hängt ein Stück weit an der Pflege und ich finde, dass wir die Pflege intensiv im Auge behalten müssen, verbessern müssen. Stellenschlüssel wurden eben angesprochen. Ich würde aber gerne auch noch einen Punkt hinzufügen. Paragraph 11 SGB 11, da steht drin, dass die Pflege in der Pflegeversicherung pflegewissenschaftlich abgesichert sein muss. Das heißt, wir müssen Fachpersonal in ausreichender Zahl vorhanden haben. Und da sind wir wieder bei den Stellenschlüssel. Ich würde gerne Herrn Westerfellhaus sozusagen diesen Ball noch mal zuspielen und vielleicht kann er uns noch mal etwas sagen, dass die Pflege wissenschaftlich als Profession gestärkt werden muss, auch gegenüber der Ärzteschaft, dass sie einen anderen Stellenwert in dieser Gesellschaft bekommt. Wir haben es eben schon zum Teil gehört, aber vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen verdeutlichen. Oh ja, Herr Schell, in der Kürze der Zeit soll ich das jetzt alles bewältigen? Ich meine, eins ist doch ganz klar. Wir verweisen immer wieder auf internationale Studien, die da belegen, dass zum Beispiel Pflegequalifikation, Ausbildung, Stellenschlüssel etwas mit der Komplikationsrate und der Mortalität der Menschen in dieser Gesellschaft in den Einrichtungen, Krankenhäuser oder stationäre oder ambulante Pflegeeinrichtungen zu tun hat. Das ist nichts Neues, das wissen wir, da haben wir internationale Studien. Wenn wir die anwenden, wird mir gesagt, wissen Sie, diese internationalen Studien, die aus Großbritannien oder Neuseeland oder USA stammen, die sind auf Deutschland nicht anwendbar, weil wir ein ganz anderes Verhältnis haben. Meine Damen und Herren, da müssen wir eben dafür sorgen, dass sich die Studienlage in Deutschland eben erheblich verbessert und verändert. Und damit möchte ich zu einem Wort kommen, weil ich bitte da auch um Verständnis. Ich bin jetzt 2 Tage im Ehrenamt unterwegs und ich habe wirklich heute Abend noch einen Anschlusstermin und es gibt nur den einen Zug, den ich dazu erreichen kann. Am Schluss noch eines etwas zu sagen. Das geht auch nochmal an Herrn Lessmann, der so total enttäuscht wäre, wenn ich da nicht drauf eingegangen bin. Wir gehen, ja, ich weiß, wir gehen gar nicht hin als Profession der Pflegenden, die dann ewig sagt, wir warten darauf, dass irgendein Heilsgeschenk aus der Politik oder aus wem, von wem auch immer denn dann uns übergestülpt wird und mit dem man alle Probleme ab morgen löst. Aber was wir nicht verstehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, was wir nicht verstehen, dass die Profession der Pflege, in der verdammt viel Erfahrung und Praktikabilität und Wissenschaft und tagtägliches Erleben steckt, dass die nicht strukturell eingebunden wird in alle Prozesse in Deutschland, die gestaltet werden müssen für eine Gesundheitspolitik von morgen. Und es reden verdammt viele Menschen in Deutschland über die Pflege und nicht mit der Pflege. Und deswegen brauchen wir eine strukturierte Vorgabe. Und jetzt zu der nicht einsetzende Enttäuschung von Herrn Lessmann. Und dafür, meine Damen und Herren, gibt es nach meiner über 30-jährigen Berufserfahrung, berufspolitischen Arbeit nur eine einzige Lösung. Die Pflegenden in Deutschland brauchen die Selbstverwaltung in den Ländern, weil wir wissen aus der Profession heraus, wie es geht. Man muss uns nur lassen, uns verpflichtend einbinden. Und das brauchen wir auch in Nordrhein-Westfalen. Das nehmen Sie bitte an Ihre Ministerin, die noch immer zweifelt. Denn es gibt andere Länder, die es gut vorgemacht haben. Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, Niedersachsen steht davor. Und jetzt die gute Nachricht zum Schluss. Der Senator Chaya von der CDU in Berlin hat gesagt, wenn die Pflegenden in Deutschland zustimmen, in Berlin zustimmen, dann gibt es auch in Berlin die nächste Pflegekammer. Und ich kann Ihnen sagen, um 17 Uhr ist das Ergebnis veröffentlicht worden. Über 58% unserer Kolleginnen und Kollegen haben zugestimmt. Und damit gibt es die nächste Pflegekammer in einem weiteren Bundesland. Und nehmen Sie das als Botschaft mit. Wir haben in Nordrhein-Westfalen, für alle, die es interessiert und sich beteiligen können, jetzt gerade eine Open Petition auf den Weg gebracht. Beteiligen Sie sich, unterschreiben Sie, verteilen Sie und so weiter und so fort. Nur dann wird daraus, wenn wir selbstbestimmt das regeln können. Vielen Dank. Ja, solange, Laumann, beide sitzen schon hier wie auf heißen Kohlen, aber Sie dürfen anfangen, weil Sie sagen, nein, also ich möchte noch mal etwas sagen zu den Wortmeldungen, die hier eben über die Stellenschlüsse waren. Die Beispiele, die hier genannt worden sind,
decken sich alle nicht mit den in Nordrhein-Westfalen geltenden Stellenschlüsseln. So, und jetzt will ich Ihnen doch nur mal, jetzt sage ich Ihnen erst einmal, wenn Sie diese Situation in einer Einrichtung kennen, schreiben Sie mal ein Büro oder schreiben Sie mir, auch gerne anonym, ich sorge für eine anlassbezogene Überprüfung. So, es geht ja nicht anders. Also auf der einen Seite kommen mir die gleichen Leute hier und sagen, es ist schon zu viel, dass wir zweimal im Jahr prüfen. Eben wurde darüber geredet, MDK und Heimaufsicht sollen bitte nur noch einmal im Jahr zusammenkommen. Und dann höre ich diese Geschichten. Ich meine, was nützt mir denn anderer Personalschlüssel in Nordrhein-Westfalen, wenn der jetzige nicht mal eingehalten wird? Weil die Heimaufsicht dich dafür nicht interessiert. Ich war meine Freundin. Ja, die Heimaufsicht ist aber genau dafür zuständig. So, und der MDK ist dafür zuständig. Ich kann Ihnen nur eins sagen. Machen Sie einfach Nägel mit Köppen. Schreiben Sie mir eine Mail, sagen Sie, im St. Elisabeth-Haus, sowieso in X-Stadt, ist diese Situation und wir werden den zuständigen MDK informieren und der wird, wenn ich da hinschreibe, können Sie davon ausgehen, wohl eine anlassbezogene Überprüfung machen. Im Übrigen, wo ich noch Minister war und ich hatte solche Briefe, ist die Heimaufsicht auch immer aufgeschlagen. Das Erste, was wir tun, immer in einem Ministerium, wir geben das an die Behörden weiter und die gucken nach. So, jetzt will ich Ihnen einen weiteren Punkt sagen. Da wird immer gesagt, Heim kostet 4.000 Euro. Viel Geld. Jetzt möchte ich ja nur mal sagen, die Pflegeversicherung ist in diesem Land geschaffen worden, pflegebedingte Kosten zu bezahlen. Und die sind in den meisten Heimen irgendwo zwischen 40, 50, 55 Euro am Tag. Alles andere, was die 4.000 Euro ausmacht, sind Investitionskosten, sind Hotelskosten. Und jetzt will ich auch mal eins sagen. Wenn wir mittlerweile so weit sind, dass wenn ich meine Mutter in ein Altenheim bringe und der Investitionskostenanteil bei 22, 23, 24 Euro am Tag liegt, 50 Quadratmeter zugrunde gelegt werden und ich für das Zimmerchen, was sie dann von 14, 16 Quadratmeter bewohnt, weit über 1.000 Euro Miete zahle, dann müssen wir uns auch mal fragen, wo dieses Geld geblieben ist. Und wo in Nordrhein-Westfalen man dieses Thema mal angegangen ist, da habe ich es auch alle kennengelernt. Die da unterwegs waren, haben gesagt, und jetzt bricht das System zusammen. Darf ich noch? Also ich wollte nur mal sagen, man kann ja die Leistung der Pflegeversicherung immer für zu niedrig einstufen. Aber wir sind in der Pflegeversicherung nicht zuständig für Essen. Essen muss man auch, wenn man nicht pflegebedürftig ist. Wir sind in der Pflegeversicherung nicht zuständig für Wohnen. Wohnen muss man auch, wenn man nicht pflegebedürftig ist. Sondern wir sind eine solidarische Absicherungshilfe für pflegebedingte Kosten. Und wenn Sie da 50 Euro am Tag zugrunde legen und dann die Leistungen der Pflegeversicherung sehen, dann sind wir da mittlerweile schon in einer relativ starken solidarischen Absicherung. Ich wollte es nur mal gesagt haben, dass dann gemessen der Leistungen der Pflegeversicherung an pflegebedingte Kosten die Pflegeversicherung gar nicht so schlecht ist. Und dass wir in der häuslichen Pflege mittlerweile erhebliche Sachleistungen haben, 200 Euro zusätzliches Betreuungsgeld haben, dass 3.000 Euro im Jahr für Verhinderungspflege und diese Dinge zur Verfügung stehen. Also da möchte ich nur mal sagen, dass die Leistung der Pflegeversicherung so schlecht in den letzten 20 Jahren auch nicht entwickelt worden ist, wie es manchmal zum Anschein gemacht wird. Okay, vielen Dank, Herr Westerfellhaus hat ja gesagt, er muss gehen. Wenn jetzt keine ganz dringenden, ich danke Ihnen ganz herzlich und kämpfen Sie weiter, damit da sich gute Ergebnisse demnächst auch zeigen. Ich denke, dann können wir hier eine Veranstaltung machen, die das zeigt. Ich will aber noch etwas sagen, Herr Lessmann, Sie kriegen sofort das Wort. Herr Laumann, Sie haben was zu den Investitionskosten gesagt. Das ist für mich seit langem wirklich eine Sache, die man ansprechen muss. Keiner, der in ein Krankenhaus kommt, zahlt Investitionskosten für die Tage, die er im Krankenhaus ist. Im Heim zahlt aber jeder mit Investitionskosten und die werden dadurch erhöht. Ich denke, das ist ein Thema, was man aufgreifen muss. Wenn man im Heim auch wohnt. Ja. Im Krankenhaus wohne ich nicht. Ja, trotzdem. Da muss ich gleichzeitig meine Wohnung unterhalten. Ja, du, je nachdem, wie du im Heim bist, musst du das auch. Also sind wir nicht einer Meinung, wir können uns ja auch mal streiten, das haben wir früher ja öfter getan. Aber ich bin der Meinung, Die Leute wollen auch noch Nettolöhne haben und nicht nur Sozialversicherungsbeiträge bezahlen. Ja gut, aber man kann ja dann auch andere Dinge da vorschieben. Na, da wollen wir uns jetzt nicht streiten, wir können ja auch mal geteilter Meinung sein, da wird das Schlusswort gesprochen, ich darf mich... Ach, der Herr Lessmann wollte noch einen Satz sagen, dann darf ich mich bei Ihnen bedanken und Ihnen das Wort geben.
Also da Herr Westerfellhaus ja weg ist, ist Herr Sahn sicherlich noch eine Minute geduldig. Ich wollte jetzt aber zu ihm was sagen, aber er weiß das, also kann ich es auch sagen, wenn er weg ist. Pflegekammer, wir gucken uns an, was in anderen Bundesländern passiert, aber ich kann nur eins sagen, seitdem wir in Nordrhein-Westfalen diese Gesetzesprozesse betrieben haben, saß die Pflege immer mit am Tisch. Der Pflegerat, alle anderen Berufsverbände, es gibt ja viele Berufsverbände, wir haben alle eingeladen und natürlich diskutieren wir Pflege nicht ohne Pflegekräfte und das finde ich genauso wichtig, wie Herr Laumann das eben zu den künftigen Pflegenoten gesagt hat. Sowohl die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen als auch die Pflegekräfte gehören mit an den Tisch und ich kann Ihnen nur sagen, das kriegen wir in Nordrhein-Westfalen auch ohne Pflegekammer hin. Wir gucken, ob Pflegekammer was zusätzlich bringt. Wenn der Landtag das entscheidet, dann setzt Herr Lessmann als treuer Beamter auch die Pflegekammer um mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aber wir kriegen die Einbindung auch so hin, das kann man heute in Partizipation machen und ich glaube, das ist selbstverständlich. Zweiter Satz, den ich noch sagen möchte, das war vielleicht schon mehr als einer, der zweite Satz, Herr Schröder, Sie hatten eben so locker gesagt, heute kann man die Ausbildungsplätze gesondert abrechnen und keinem macht es was aus, wenn das 2,80 Euro oder 3,60 Euro inzwischen kostet. Das ist definitiv nicht so. Natürlich macht das den Leuten was aus. Wenn Sie in einem Pflegeheim wohnen und die ganzen Kosten haben, die heute schon nicht gedeckt werden bei allen Leistungen der Pflegeversicherung und dann kommen wir als Land und sagen, wir machen eine Ausbildungsplatzumlage, die ein Riesenerfolg ist, was die Zahlen angeht, aber dadurch steigt der tägliche Satz, den Sie haben, von 2,13 Euro auf inzwischen 3,60 Euro und das müssen Sie als Angehöriger noch zusätzlich jeden Tag aufbringen. Da können Sie sich mal vorstellen, wie viel Schreiben bei mir sind, dass das den Menschen sehr viel ausmacht. Und das ist einfach nochmal was, was ich nochmal mit ansprechen will. Alles, worüber wir diskutieren, über Personalschlüssel und alles andere, ich bin sicher, das sind wichtige Themen, aber wir müssen auch immer im Auge behalten, dass dahinter Menschen stehen, die erstens gut versorgt sein wollen, gar keine Frage, aber die zweitens auch das Ganze finanziell noch schultern müssen. Und es kann nicht sein, dass die Pflegeversicherung irgendwann geschaffen worden ist, um die Pflege als Sozialfall möglichst auszuschließen oder als Grund für einen Sozialfall und wir wieder immer mehr dahin steuern, dass wegen der steigenden Kosten die Menschen mehr pflegebedürftig und dann auch letztlich sozialhilfebedürftig werden. Also wir müssen das genau im Auge behalten und da sehen Sie mich nach wie vor, gebe ich ehrlich zu, etwas ratlos, weil ich sehr bei Ihnen bin und sage, so wie Herr Laumann das sagt, wir haben die Situation nicht so schlimm, wie es immer geschildert wird. Wir haben bessere Pflegeschlüssel. Wir haben auch Heimaufsichten, das weiß ich aus vielen Gesprächen, das weiß Herr Wallraffen III so, die auch auf den Personalschlüssel und die Einhaltung schauen bei Heimträgern. Gar keine Frage, der MDK ganz genauso. Also nicht immer nur die ganz schwarzen Schafe und die Ausnahmefälle vielleicht nehmen. Aber trotzdem brauchen wir für die heutigen Anforderungen mehr Qualität und mehr Personal. Nur, wir haben in Nordrhein-Westfalen, auch das war zu Ihrer Zeit schon so, schon heute die höchsten Pflegesätze bundesweit. Und bei gleichen Leistungen der Pflegeversicherung. Das heißt, wir müssen heute schon als Pflegebedürftige oder als Angehörige in Nordrhein-Westfalen am meisten obendrauf zahlen von allen Bundesländern. Ungefähr, einige andere sind knapp dabei, aber wir sind ziemlich weit oder ganz vorne. Und da müssen wir uns schon fragen, was passiert damit, wenn wir in Nordrhein-Westfalen jetzt noch zusätzlich was drauflegen? Wo geht das Geld im Moment hin? Da haben wir noch nicht in allen Bereichen Transparenz und ein wichtiger Bereich sind die Investitionskosten. Da haben wir jetzt Transparenz geschaffen in Nordrhein-Westfalen. Ich kann Ihnen sagen, das hat unser Gesetzgebungsverfahren mindestens 1,5 Jahre verzögert, weil das ein solcher Kampf mit den Trägerverbänden war, in den Bereich der Investitionskosten Transparenz reinzubringen und umzusetzen, was das Bundessozialgericht vorgegeben hat, dass die Angehörigen was bezahlen müssen, das ist nicht die Wunschvorstellung von Frau Schmidt-Zadel, aber dass sie nur das bezahlen, was die Heimträger wirklich auch an Kosten haben. Sagt das Bundessozialgericht seit 2012, ich will mich nicht zu sehr loben oder uns nicht zu sehr loben, aber ich glaube, außer Nordrhein-Westfalen hat das noch kein Bundesland ganz konsequent umgesetzt, dass da jetzt wirklich auch hingeguckt wird. Und ich hoffe, dass sich das auch irgendwann an Investitionskosten bemerkbar macht. Nur Sie können das Wehklagelied der Träger aus meinen Ohren noch wieder rausziehen, weil es seit 2 Jahren da drin ist, dass die jetzt alle quasi bankrott gehen. Also nicht alle. Herr Wallraffen III so hat immer gesagt, genau richtig, so wie er es macht. Aber andere haben da große Schwierigkeiten mit. Und ich glaube, ohne diese Transparenz kommen wir an der Stelle nicht weiter. Und da sind wir, glaube ich, alle auf dem richtigen Weg. Aber ich will Ihnen nur sagen, ich kriege ja in meiner Funktion nun mal immer so im Quartal auch, wenn die Heimaufsichten bzw. die MDKs Pflegedienste schließen und so etwas. Sie glauben ja gar nicht, wie oft in diesem Land vorne es passiert, dass der MDK ein Pflegeheim mitteilt, wenn du nicht mehr Personal einstellst, darfst du hier nicht mehr belegen. Also das wird ständig gemacht, denn man kann ja den Personalschluss über 2 Seiten herstellen. Wir haben Personalschlüssel nach Bundesländern und fast alle Bundesländer haben eine Regelung, 50% des Personals muss Staatsexamen haben. Fast alle Bundesländer haben das im Grunde so geregelt. Wenn jetzt ein Heim nur 35%
einem Ausmaß examinierte Kräfte hat oder 40 oder 45, dann kommt die Heimaufsicht oder der MDK und sagt, hört mal zu, wenn bei euch jemand verstirbt, könnt ihr keinen neuen aufnehmen. So, das wird knallhart durchgezogen. Es wird vor allen Dingen sehr stark in Norddeutschland durchgezogen, weil wir dort ganz andere Probleme haben. Da zahlen sie ja so schlecht, die Pflegepersonal. Ich meine, Pflegekraft in Niedersachsen verdient 600 Euro weniger wie in Nordrhein-Westfalen. So, ich wohne ja persönlich in Westfalen, aber nicht ganz weit von Osnabrück weg da, auf diese letzte Ecke da von uns. Bei uns ist ganz einfach Folgendes. Die Leute bringen ihre Pflegebedürftigen gerne ins Emsland, weil das Pflegeheim im Emsland billiger ist wie bei uns. Hängt ausschließlich an Personalkosten. Und die Pflegekräfte aus dem Emsland arbeiten gerne bei uns, weil sie da mehr Geld kriegen. Also ich wollte nur sagen, wir gucken uns den Personalschlüssel schon an. Aber wenn das Personal nicht da ist, dann sind natürlich Überstunden und Überstunden angesagt, weil nämlich keiner nach Hause geht und den Patienten, den 86-Jährigen, irgendwo in den Karpaten liegen lässt und dem die Pampers nicht auszieht. Und dann hat man nicht 12 Tage Dienst, sondern 14 Tage. Und man hat eine Familie und man muss auch in der Schule noch Dinge leisten, weil auch da alles Ehrenamt gefragt ist. Und da müssen wir ansetzen. Und das Gehalt muss stimmen. Und das wollte ich ganz gerne mal einfach auf den Punkt bringen. Ja? Denn das stimmt nicht. Okay, da, ja, das war aber jetzt das. Ja. Ja, das war aber jetzt das Schlusswort. Ich denke, aber, das ist alles angekommen. Aber ich sage es mal so: Sie würden uns natürlich, die, ich sag mal, diejenigen in der Politik, die so gerne wollen, dass sie die Pflege aufwerten. Es gibt ja Prüker, die kümmern sich nicht drum, es gibt welche, die kümmern sich drum, das ist nun mal halt so. Und das ist auch wieder in allen Parteien so. Sie würden uns. Die Pflegekräfte müssen auch, finde ich mal, irgendwie, ich meine, das ist jetzt alles theoretisch leichter gesagt wie getan, weil man ja auch an seine Leute hängt und die Arbeitskollegen hängt. Aber die Wahrheit ist, wenn jetzt erstmal die ganzen Typen, die da in der Pflegelandschaft rumlaufen und von Tarifverträgen nichts wissen wollen, wenn das Personal jetzt da mal wenigstens wegginge zu denen, die Tarife zahlen, dann hätte ich wenigstens mal irgendwann auch mal eine Richtung in diese ganze Geschichte drin. Aber Herr Laumann, das tun Sie. Ja, dann ist ja gut. Und die sind am Weg. Aber die Leute, die gut ausgebildet sind, die machen eine zusätzliche Ausbildung, Palliativpflege, die stehen noch mal zusätzlich im Nachtdienst und der Rufbereitschaft. Die verdienen nicht einen Cent mehr, weil das Geld nicht da ist. Weil das nämlich das ist genau der Punkt. Und diese guten Leute werden teilweise von der Pharmaindustrie für andere Dinge weggerufen und ob. Die sind gerne in der Pflege. Und die Jugend ist, die sind auch gut drauf und die setzen sich mit Tarifverträgen auseinander. Aber es muss jetzt schnell was passieren. Denn im ländlichen Bereich sieht es so aus, dass die alten Leute zu Hause, und auch ich möchte in 15 Jahren gerne eine Schwester zu Hause haben, die mich mal versorgt, wenn es sein muss. Aber da sehe ich keine, das geht nicht, weil das Personal nicht da ist. Und viele Leute, wenn man sich das mal überlegt, wenn ich ein Abitur gemacht habe, eine hochqualifizierte Ausbildung gemacht habe und werde dann so bezahlt, arbeite 12 Tage am Stück, Weihnachten, Ostern, Pfingsten, spring noch ein, wenn irgendwas ist. Das wissen Sie alles, das weiß ich, aber es muss sich was tun. Und unsere 300 Pflegekräfte haben mir hier heute mitgegeben, ich soll das einfach zu bedenken geben, sie sind wirklich am Ende, die sind am Ende angekommen und die wollen nicht mehr sich auf den Boden legen und nicht mehr laut schreien, die wollen einfach, dass sich was tut. Das hört sich alles sehr gut an. Diese über 300 Pflegekräfte, die sollen von hier gegrüßt werden. Wir kümmern uns weiter und ich denke, was Sie jetzt als Appell hier genannt haben, ist auch fast schon ein Schlusswort. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken. Wir können noch diskutieren. Es gibt noch Kaffee und Kuchen und vor allen Dingen unser Schirmherr steht schon bereit. Der will noch ein paar Worte sagen. Lassen wir das doch über uns ergehen. Heinz, komm, jetzt bist du dran. Ja, meine Damen und Herren, der 22. Pflegetreff, das hat sich wieder einmal gezeigt, dieser Pflegetreff ist die Stimme, die also eben halt Bewegung in das Ganze bringt und dieser Pflegetreff muss eben weitergehen. Die nächste Veranstaltung ist am 21. Oktober. Am 21. Oktober ist eben, wie gesagt, ein weiterer Pflegetreff, der jetzt intensiv schon von Werner Schell vorbereitet wird. Die Pflege erhält hier eine Stimme und die Pflege bekommt hier ein Gesicht. Und dafür möchte ich zunächst einmal dem Organisator und dem Vorsitzenden, Herr Werner Schell, ganz herzlich danken. Wir wohnen ja hier in unmittelbarer Nachbarschaft miteinander, zueinander. Ich kenne sein Wirken und ich lese seine Mails. Und von daher, lieber Werner,
ein ganz herzliches Dankeschön für dieses großartige Engagement, ehrenamtliche Engagement, das du hier an den Tag legst. Pflege bekommt ein Gesicht und Pflege bekommt eine Stimme. Dafür danke ich ausdrücklich hier dem Podium, Ihnen, Frau Schmidt-Zabel, in besonderer Weise, Sie haben ja mehrfach Bezug darauf genommen, dass Sie in früheren Jahren im Bundestag für diese Sache schon gestritten haben, als das alles noch etwas einfacher war, etwas anders war zumindest. Und ich danke in besonderer Weise auch Karl-Josef Laumann. Karl-Josef Laumann und ich, wir kennen uns seit vielen Jahren schon. Lieber Karl-Josef, ein ganz herzliches Dankeschön. Man kann wirklich sagen, dass gerade auch durch die Institutionalisierung eines Staatssekretärs, der für diese Dinge zuständig ist, für Pflege zuständig ist, wirklich drall in die ganze Geschichte gekommen ist. Das haben wir jetzt erfahren und wir haben auch seine Perspektiven gehört. Ganz deutlich betont, es lässt sich alles auch heute auf morgen realisieren, aber es gibt klare Vorstellungen, wertorientierte Vorstellungen im Sinne auch der Pflege, der Menschen, der uns anvertrauten Menschen und dafür Ihnen allen ein ganz herzliches Dankeschön und Ihnen nochmals ein herzliches Dankeschön für Ihr Kommen. Nächster Termin ist der 21. Weitere Informationen, 21. Oktober, Entschuldigung, ja. Weitere Informationen zum großen Komplex Pflege, was alles angeboten wird, haben Sie hier draußen im Forum, also im Vorraum, sind einige Broschüren und Informationsstände ausgelegt und so weiter. Wir entlassen, meine Aufgabe als Schirmer ist es natürlich auch den Damen und Herren, die hierher gekommen sind, weit gereist sind, einen guten Nachhauseweg zu gönnen. Und Sie bekommen also wie immer eine kleine Wegzehrung mit. Das möchte ich eben hiermit überreichen. Zum einen und zum anderen hat der Werner Schell auch dafür gesorgt, dass jeder noch ein schlaues Buch für die Bahn oder fürs Auto mitbekommt. Auch das ist also hier mit dabei. Also nochmals herzlichen Dank und dann noch einen schönen Abend. Es gibt auch noch Getränke und Kaffee und Kuchen. Ich bin aber schreiben oder